Meine sehr geehrten Damen und Herren, mein Name ist Stefan Jung. Ich bin der geschäftsführende Vorstand der Stiftung Baukultur Thüringen. Es ist mir eine große Freude, Sie heute Morgen an diesem 24. November in der Stiftung Baukultur Thüringen begrüßen zu können. Wie in der letzten Woche befinde ich mich wieder in der Neufahrtbox, in welcher wir dabei sind, die Ausstellung der Plattform Wohndebatte aufzubauen und zu welcher wir Sie dann ab dem 2. November, ab dem 2. Dezember recht herzlich einladen. Sie sehen hinter mir einen Teil der Ausstellung schon, die Publikation der neuen Thesen zum Wohnen. Ganz passend die letzten zwei Thesen zitiere ich mal schnell. Die 8. These sagt, Wohnbau in Holz ist eine Zukunftschance für Thüringen. Und der neue Wohnbau ist individuell gestaltet und zugleich seriell gefertigt. Ich glaube, das sind zwei Thesen, die wir heute in dem Workshop mit hochkarätigen Referenten, Impulsgebern und Kommentatoren zusammen vertiefen können. Es geht, wie in der ganzen Workshop-Reihe, es geht wie im Projekt Woodland, welches wir im letzten Jahr begonnen haben und dem Thema des modernen Holzbaus gewidmet haben. Es geht um die Transformationen, es geht um die Transformation im Bauen, die vor uns steht und die schon seit einer gewissen Zeit auch stattfindet. Und es geht dabei, und das freut mich ganz besonders, es geht dabei um ein Material. Und das ist für mich, finde ich, eine sehr glückliche Wahl. Ich war sehr froh, als wir es geschafft haben, das Projekt Woodland aufzubauen, weil Architektur als materielle Praxis anzufangen, an den Problemen der Welt, die uns umgibt, geben, mit dem wir uns auseinandersetzen, dass man sich mit ihnen auseinandersetzt, aber von einem Material ausgeht und anfängt, ist eine sehr architektonische Herangehensweise. Und nach einer langen Zeit, in der die Architektur sich mit anderen Themen auseinandergesetzt hat, denke ich, wieder mal ein passendes Vorhaben. Wie gesagt, im Moment in der Neufahrtbox in Arbeit. Das Team arbeitet von früh bis spät wie die Mainzelmenschen an der Ausstellung der Wohnschau Thüringen ab dem 2. mit der Vernissage und dann ab dem 3. bis zum 17. Dezember können Sie sie hier besuchen mit Voranmeldung. Am 2. wird es die Vernissage geben, die wir auch streamen werden und zu welcher wir Sie recht herzlich einladen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, dies ist der 2. Workshop von 4. Wir hatten in der letzten Woche am 17. November das Thema Holz in der Stadt. Ganz besonders ist mir da im Gedächtnis geblieben der Vortrag oder der Beitrag auch von dem Herrn Kollegen Raul Bunschotten. Fand ich persönlich sehr anregend, vielleicht später in der Diskussion auch von einigen von Ihnen, wie Ihre Eindrücke waren. Heute, wie gesagt, das Thema Bauen und Wohnen in Holz. Ab der nächsten Woche dann am 1.12. das Thema Holzbauten für eine bessere Bildung und abschließend mit dem 4. Workshop das Thema Holz im Gewerbebau. Sie sehen also, wir haben in den Workshops dem Material Holz und dem Thema des Holzbaus als einem Werkzeug, um uns als Gesellschaft dem Klimawandel zu stellen. Wir haben diesen, wie ich am Anfang gesagt habe, denke ich, sehr architektonischen Herangehensweise. Wir haben dem in diesen 4 Workshops eine typologische Interpretation gegeben und freuen uns heute auf die Veranstaltung mit Ihnen. Ich würde jetzt, wie es schon fast so ein Ritus ist, die Poll starten. Ich würde die Regie bitten, die Poll mal, die Umfrage zu starten. Das hilft uns,
in der Stiftung einen Überblick zu bekommen, welchen Background unsere Teilnehmenden haben, welche Vorkenntnisse es zum Teil schon gibt und uns es auch ermöglichen, dann dynamisch die Veranstaltung weiterzuentwickeln, ja. Wir sind 31 von 46, 69%. Während die Poll die Umfragen weiter laufen, die können wir ruhig noch offen lassen, würde ich ein paar Anmerkungen ein paar technische Anmerkungen machen. Wir bitten Sie, Ihren Namen, Ihren Klarnamen und die Institution bitte einzugeben. Das macht es für alle einfacher, später in der Diskussion. Wir würden gern versuchen, die Situation Zitrone 67 und gutes Wetter SJ zu versuchen zu umgehen. Aber das, wie ich sehe, muss man das nicht, also es sind jetzt auch schon alle wunderbar, vielen Dank. Wir bitten Sie, die Fragen, die Sie haben, im Chat zu stellen. Wir sammeln die in der Regie schon vor und versuchen sie dann auch in die Dokumentation mit einzuführen. Und der Hinweis, im Teil 1 und Teil 2 der heutigen Veranstaltung, also Teil 1 der Impulsvorträge und im Teil 2 der Kommentare, gibt es die Situation, dass wir als Redaktion das Rederecht vergeben. Im dritten Teil würden wir die Diskussion dann öffnen und jeder hat die Möglichkeit, dann sein Mikro selbst zu aktivieren. Natürlich immer am besten mit dem Handzeichen vorher. Also es geht heute darum, jetzt sind wir relativ weit, 91%. Die letzten 4, sonst schließen wir das aber mal ab und schauen uns mal das Ergebnis an. Also wie schon das letzte Mal, wir haben einen großen Anteil, 86%, aus dem Bereich Entwurf und Planung. Auch 9% Handwerk, das freut mich immer ganz besonders. Verwaltung, Politik auch, Bauinteressenten sind dabei. Die Lehre ist vertreten, die Forschung ist vertreten, sehr schön. Wir haben auch einen sehr großen Anteil an Teilnehmenden, die schon Vorkenntnisse haben durch umgesetzte Projekte. Das verspricht ja für die Diskussion dann auch interessant zu sein. Und wir haben auch 37% von Personen, die sagen, sie haben noch gar keine Erfahrung. Also von daher glaube ich, es sind ja alle Voraussetzungen gegeben für eine erfolgreiche Veranstaltung. Wir können an einem gemeinsamen Wissenstransfer arbeiten. Heute, wie gesagt, das Thema der Wohnungsbau in seinen unterschiedlichsten Formen. Es geht um, wir werden Fragen diskutieren können, zum Beispiel ist Holzbau eine Mode? Wie steht es um den Holzbau im Zusammenhang der Themen Modularität, Ausbau, Selbstbau? Ist hier in dem Material Holz und den Themen, die es mitbringt, ist hier ein ganz besonderes Potenzial für innovative Wohnformen und für die Architektur als Ganzes? Wir können uns die Frage stellen gemeinsam, ab wann lohnt sich die Typisierung? Wie steht es um die Energieeffizienz im modernen Holzbau, im Umbau, in der Nachverdichtung, im Neubau? Gibt es Tipps für uns in Thüringen, das die ersten großen, zusammenhängenden städtebaulichen Wohnbauprojekte stehen ja noch aus. Es gibt einige Projekte, die jetzt anfangen, aber welche Tipps können wir denn auch übernehmen von außerhalb. Und es wird darum gehen,
gehen, das Thema des touristischen Bauens auch mal zu hinterfragen. Wir haben mit Herrn Ludloff hier die Möglichkeit, uns mit dem Thema touristisches Wohnen auseinanderzusetzen und könnte das eine Möglichkeit sein, also durch das touristische Bauen auch hier zu einem Motor für den Holzbau zu werden. Ich würde jetzt das Wort an meine sehr geehrte Kollegin Jessica Christoph übergeben, um die einzelnen Impulse jetzt zu eröffnen. Jessica, du hast das Wort. Vielen Dank, Stefan. Ich begrüße Sie alle recht herzlich hier in unserem digitalen Seminarraum, wenn ich das so sagen darf. Ich selbst bin ein paar Meter weiter im Neufahrthaus gerade situiert. Und wenn Sie sich alle wundern, was sich hier für zwei Punkte befinden, das ist leider ein Fehler an meinem Computer, die kann ich leider nicht beheben. Das sind zwei Fliegen, die gehen da leider einfach nicht weg. Wir steigen ein in die Impulsvorträge und ich begrüße als erstes sehr herzlich Hans Drechsler von DGJ Architektur. Herzlich willkommen, Hans Drechsler. Ist promovierter Architekt. Er führt zusammen mit Daniel Jauslin und Marc Guinan ein Architekturbüro mit Sitz in Frankfurt, Zürich und Den Haag. Hans Drechsler hat in Oldenburg, Münster, Wiesbaden und Darmstadt gelehrt. Und seine neueste Publikation, von der er uns vielleicht auch ein bisschen berichten wird, Open Architecture, nachhaltiger Holzbau mit Systemen. Ganz herzlichen Dank, dass du heute Zeit für uns hast, Hans. Ich übergebe dir das Wort. Ja, ich bedanke mich sehr für die Einladung. Ich freue mich auch ganz besonders, hier zu sein. Ich würde, weil ich ja heute auch der erste Referent bin, nochmal am Anfang ein bisschen versuchen, dieses Thema Holzbau in einen größeren gesellschaftlichen Kontext einzubetten. Das Wichtigste wurde ja jetzt schon gesagt in diesen freundlichen Einführungen, für die ich mich sehr bedanke. DGJ Architektur arbeitet in Frankfurt und in Zürich und in Den Haag. Und unsere Schwerpunktthemen sind das nachhaltig Bauen insgesamt. Energieeffizienz ist sowas, womit wir uns ganz intensiv beschäftigt haben, lange Jahre. Und das Zweite ist eigentlich so der Holzbau. Und was bei unserem Büro oder vielleicht auch bei mir als Architekt so ein bisschen besonders ist, ist, dass ich schon sehr lange eben begleitend zu der planenden Praxis eben auch forsche und eben insbesondere im Holzbau. Wie gesagt, würde ich jetzt gerne noch das Thema Holzbau etwas einordnen. Ich weiß, man predigt bei solchen Veranstaltungen dann immer ein Stück weit auch zu den Bekehrten. Aber trotzdem denke ich, dass es so in der Holzbau-Community doch auch wichtig ist, solche Diskussionen zu führen und vielleicht auch Argumente abzugleichen oder zu diskutieren, die einzelnen Mitglieder der Community haben. Ich denke, jetzt gerade ist ja die Glasgow-Konferenz mit einem sehr aus meiner Sicht bedauerlichen, halbherzigen Ergebnis zu Ende gegangen. Und ich sehe eben diesen Konflikt zwischen diesen unserer Lebensweise und auch der Art, wie wir Häuser bauen und betreiben und den Ökosystemen eigentlich an einem sehr, sehr zugespitzten Punkt. Und 2015 hat Will Steffens und seine Co-Autorin diese Studie The Great Acceleration, die ja sehr häufig zitiert wurde, vorgelegt, die eben zeigt, und das fand ich eben sehr wichtig, dass eben wir tatsächlich noch in einer Phase des exponentiellen Wachstums sind und dass eben die Probleme keineswegs gelöst sind, nur weil wir jetzt darüber sprechen. Und das Bauen hat einen ganz erheblichen Anteil an dieser Problematik. Und es ist so, der Gebäudesektor weltweit verbraucht immer noch 36% der Energie und trägt mit 37% zu den CO2-Emissionen dabei. Und damit ist der Bausektor in diesen beiden Bereichen der größte einzelne Sektor, den man diskutieren kann, weswegen der Hans-Joachim Schellnhuber vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, der ja den meisten auch bekannt sein dürfte,
deswegen auch über die gebaute Umwelt als den Elefant im Klimaraum spricht, weil er sagt, also es wird immer so viel diskutiert über Autos und Flugzeuge und weiß der Teufel was nicht alles, Kühe, aber eigentlich geht es um die gebaute Umwelt, um unser Kerngebiet. Da wird im Grunde genommen entschieden, ob wir es schaffen werden, den Klimawandel aufzuhalten oder zu verlangsamen oder nicht. Und interessanterweise hat dann eben das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung zusammen mit der Yale University letztes Jahr diese Studie publiziert. Hans, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, denn wir sehen dein Keynote-Overview, aber sehen nicht die Folie. Oh nein, da hätte man mich viel früher stoppen müssen. Das ich weiß, es war nicht möglich. Okay, okay. Aber wir haben es so ein bisschen nachvollziehen können. Ja, okay. Okay. Also hier ist der Elefant nochmal. Genau. Und also das sieht man jetzt, diese Grafik mit dem... Wunderbar. Wunderbar. Entschuldigung. Ja. Kein Problem. Technische Probleme. Genau. Also das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, die Yale University, zeigen auch in dieser Studie, dass eben das Bauen im Grunde genommen auch ein wichtiger oder aus dieser Studie heraus argumentiert, der wichtigste Baustein zur Verlangsamung des Klimawandels sein kann. Weil eben, die nennen das dann eben so eine Carbonpumpe. Wir entnehmen eben dem Biosystem, den gut geführten, nachhaltig bewirtschafteten Forsten, entnehmen wir Holz, das wir in den Städten verbauen und damit eben das atmosphärische CO2 zwischenlagern in der gebauten Umwelt. Und aus meiner Sicht ist die Baukonstruktion dabei das entscheidende Thema. Das liegt daran, dass wir in Deutschland eben jetzt über lange Jahrzehnte im Grunde genommen den Energieverbrauch im Betrieb sehr deutlich reduziert haben und aus meiner Sicht jetzt eben mit den aktuellen GEG ist dieser Pfad fast ausgeschöpft und die wirklich wichtigen Optimierungen liegen jetzt im Bereich der Baukonstruktion und da ist natürlich der Holzbau eine ganz, ganz entscheidende Stellschraube, um eben den Energieverbrauch für die Baukonstruktion zu reduzieren. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich jetzt schon sehr, sehr lange an unterschiedlichen Holzbausystemen forsche. Und wir haben ein Holzbausystem entwickelt mit form- und kraftschlüssigen Verbindungen. Also das sind im Grunde genommen zimmermannsmäßige Verbindungen ohne metallische oder klebende Verbindungen. Hier sieht man mal als Beispiel einen Anschluss von einer Stütze an einen Unterzug und dann wiederum an eine Geschossdecke. Und mit diesem Bausystem, was wir entwickelt haben, kann man jetzt eben mehrgeschossige Wohngebäude errichten, ohne dass im gesamten Tragwerk metallische Verbindungsmittel notwendig sind. Und wir haben das große Glück, diese Bauweise bei einem Gebäude für die IBA Heidelberg ausprobieren zu können. Wir haben dort ein studentisches Wohnen geplant mit insgesamt 176 Wohnheimplätzen. Und ein großer Vorteil von dieser Bauweise und dem Holzbau insgesamt ist, dass er das Potenzial hat, eben sehr anpassungsfähig zu sein. Dieses Projekt ist ein Modellvorhaben des Bundes, des BBSR, der Bundesbauforschung im Programm Vario-Wohnungen. Und in diesem Programm geht es darum, zu überlegen, wie können wir den aktuell hohen Bedarf an studentischen Wohnen adressieren und dann eben Gebäude entwickeln, die aber anpassungsfähig sind und die dann eben in späteren Jahrzehnten im Hinblick auf den demografischen Wandel für Seniorinnen geeignet sind. Und diese sehr flexible Wohnform haben wir dann auch zum Anlass genommen, um zusammen mit der Bauherrschaft ein Gebäude zu entwickeln, bei dem die BewohnerInnen im Betrieb flexibel entscheiden können, ob sie mehr Individualfläche haben wollen und dann die Gemeinschaftsfläche in den Wohnungen verkleinert wird oder eben die Individualfläche vergrößert und dann die Gemeinschaftsfläche verkleinert wird. Die Materialität von dem Gebäude als reinen Holzbau haben wir auch in der Fassade artikuliert und haben dann eben über diese Schiebeläden auch versucht, dieses sich verändernde Innenleben
nach außen zu bringen. Und das Gebäude ist jetzt, wird gerade zu Ende gebaut und soll dann nächstes Jahr so im Frühjahr eröffnet werden. Februar, März wird das wahrscheinlich fertiggestellt. Ich habe mich parallel zu diesen technischen Forschungsprojekten, die wir für das BBSR und die DBU gemacht haben, auch mit der entwerferischen Seite von diesem Bausystem auseinandergesetzt in meiner entwurfsbasierten Promotion. Und in dieser Arbeit ging es eigentlich wirklich darum, zu gucken, aus dieser Konstruktion heraus, welche unterschiedlichen Gebäudetypen, welche Wohnformen lassen sich daraus ableiten und eben auch, und das finde ich eben bei der Diskussion um elementierten oder modularen oder systemischen Holzbau immer ganz, ganz wichtig, welche Offenheit und Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bietet so ein System, weswegen mein System auch Open Architecture heißt, weil es eben wirklich darum geht, ganz unterschiedliche Architekturen damit zu ermöglichen. Und für mich persönlich ging es auch so ein bisschen darum, so einen Freiraum zu eröffnen, in dem man auch mal ein bisschen sehr frei mit Architektur und Räumen und Konstruktionen auseinandersetzt. Und das zum Beispiel war ein Beitrag, den wir erarbeitet haben für diesen Wettbewerb, den denn der Herr Ludloff mit einem ganz, ganz tollen Projekt hat für sich entscheiden können. Das werden wir ja heute nochmal sehen. Wir haben da sehr viel freier gearbeitet und da ging es auch so ein bisschen bei der ganzen Promotion eigentlich darum, so ein bisschen Architektur auszuprobieren. Ich will jetzt auf den letzten Metern Ihnen nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, was eben auch in dieser Entwicklung von dem Bausystem schon angelegt ist, mit auf den Weg und in die Diskussion geben. Das sind die rückbaubaren Konstruktionen. Der Bausektor trägt ja nicht nur zum Energieverbrauch und den CO2-Emissionen bei, sondern auch zu den Rohstoffverbräuchen. Wir haben 22% aller Rohstoffverbräuche im Bausektor und 55% aller Abfälle. Und wir haben uns dann gefragt, eben, ob nicht mit solchen Sorten reinen Verbindungen eigentlich, wie die früher im Holzbau auch üblich waren, diese Situation verbessert werden kann. Solche Sorten reinen, einfachen Konstruktionen sind dann natürlich auch sehr viel einfacher rezyklierbar. Und die Frage, die wir uns dann gestellt haben in den Projekten Timber Prototype 1 und 2, ist, wie können wir denn diese einfachen Konstruktionen an die modernen Anforderungen der Bautechnik anpassen? Wir haben in dem Projekt Timber Prototype 1, was ich damals in Münster an der MSA mit Studierenden bearbeitet habe, dann das Holz einfach durch solche Nuten ertüchtigt, die dann eben den Wärmedurchgang erheblich verzögern und haben damit ein erstes Prototypengebäude gebaut, bei dem dann eben auch diese ganzen Verbindungen im Gebäude auf solchen lösbaren, rückbaubaren Verbindungen basieren. In dem ersten Timber Prototype haben wir diese ganzen Bauteile noch manuell auf so einer Oberfräse, also im Prinzip handwerklich hergestellt. Und danach habe ich dann in Zusammenarbeit mit dem Achim Menges von der TU Stuttgart, dem Kollegen vom Herrn Ludloff, das Projekt Timber Prototype 2 bearbeitet, zusammen mit Tobias Haag von der IBA Thüringen. Und in diesem Projekt haben wir uns dann gefragt, ob sich diese Bauweise nicht auch in eine digitale Entwurfs- und Fertigungslogik bringen lässt. Und mit der Expertise vom ICD in Stuttgart haben wir dann eben einen zweiten Prototypen entwickelt, der eben auch auf diesen lösbaren und bauphysikalisch wirksamen Verbindungen basiert. Und die große Weiterentwicklung zwischen dem ersten und dem zweiten Prototypen war dann eben, dass in diesem Gebäude tatsächlich auch das komplette Tragwerk, also das globale Tragwerk, aber auch das lokale Tragwerk, also die ganzen Anschlüsse und Details, eben in einem Arbeitsgang auf so einer CNC-Fräse herzustellen sind. Genau, und dieses kleine Prototypengebäude ist jetzt eben zur Zwischenpräsentation der IBA in Thüringen eröffnet worden und steht jetzt in Apolda hinterm Eiermannbau und kann, glaube ich, jederzeit besichtigt werden. Okay, ich bedanke mich für die Zeit und Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Hans Drexler, für den kurzen und knappen Impuls.
Klaus Günther ist hier von Partner und Partnerarchitekten. Klaus Günther ist ausgebildeter Zimmerer, Zimmerermeister, wenn ich sogar richtig informiert bin. Nee, ach, schade. Okay, eins zu viel draufgelegt, das war nicht meine Absicht. Und führt sein Büro in Baiersbronn und in Berlin. Und ich übergebe dir das Wort und ich duze Klaus Günther, vielleicht darf ich das noch kurz dazu sagen, weil ich ihn auch am Thüringer Meer vor mittlerweile 3 Jahren persönlich kennenlernen konnte. Und da haben wir einen 2-tägigen Workshop durchgeführt zum Thema touristische Architektur, die Fragestellungen, die damit geführt werden. Insbesondere in dem Fall dann in der Region des Thüringer Meers, der Saale-Seenkette. Und genau, ich übergebe dir sehr gerne das Wort und freue mich auf deinen Impuls. Vielen Dank. Jetzt versuche ich mal meinen Bildschirm freizugeben, ob das funktioniert. Bildschirm, den hier. Für alle, die das noch nie gemacht haben, Zoom gibt einem eine unendliche Auswahl an Bildschirmen. Genau, jetzt sehen wir. Hat funktioniert? Genau, ich, wunderbar. Vollbildschirm. Das Vollbild funktioniert auch. Vielen Dank. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Mein Name ist Klaus Günther. Ich bin Partner und Geschäftsführer von Partner und Partnerarchitekten. Und ich habe hier von der letzten Klimademo, die finde ich total schöne Bilder, wo praktisch die Mitarbeiter ihre eigenen Slogans auf Plakate aufgedrückt haben. Und die begleiten uns durch die nächsten 10 Minuten immer so ein bisschen als Kommentare. Die fand ich ganz schön. Und Partner und Partnerarchitekten, das ist Jörg Finkbeiner und Klaus Günther. Wir kommen beide aus Baiersbronn im Schwarzwald. Nordschwarzwald ist vielleicht bekannt durch viel Tourismus, hohe Sternedichte an Michelin-Sternen. Und wir haben beide haben uns kennengelernt in einer Ökozimmerei, Schreinerei, wo wir zusammen eine Lehre gemacht haben. Er als Schreiner, ich als Zimmermann. Ich komme aus einer Zimmerei. Mein Vater war Zimmermeister. Vielleicht ist es deswegen. Genau, und das ist vielleicht unsere, die Basis gelegt für unser Arbeiten, dass wir irgendwie sowohl mit Handwerkern und Planern auf Augenhöhe arbeiten wollen, dass wir bodenständige Innovationen vorantreiben wollen und eben auch, das war der Vorteil über diese Achse Schwarzwald-Berlin. Wir haben beide in Berlin studiert, aber über diese Achse hinaus sind wir jetzt bundesweit tätig und auch in Südtirol, Bremerhaven. Und das Büro ist mittlerweile wir sind über 30 Personen, also ganz schön gewachsen. Ich möchte jetzt ein bisschen auf unsere Projekte eingehen und nachher, wieso wir das alles tun und wie wir das tun und noch ein kleines Fazit. Sie sehen hier eine Auswahl von unseren Projekten. Da sind touristische Projekte in Baiersbronn, eine Aussichtsplattform, eine 7 Meter Durchmesser Plattform in einer 40 Meter hohen Tanne, die über 40 Schrauben da eingebohrt ist. Eine Verwaltungsbau für einen Wärmedämmhersteller im Südschwarzwald mit einer prägnanten Fassade, momentan im Bau. Sie sehen meine Maus auch, oder? Das funktioniert? Genau. Ja. Der momentan größte Holzbau in Südtirol, 5-geschossigen Verwaltungsbau mit begrünter Fassade. Hier 2014 haben wir das erste Mal mit einer verkohlten Holzfassade experimentiert mit Schwarzwälder Handwerkern, ob das wirklich auch funktioniert für einen Schwarzwälder Winter. Das sind so eine Auswahl unserer Projekte. Momentan in der Planung Bukower Felder in Berlin. 12.000 Quadratmeter Wohnfläche in Leimfrei, was wir ganz spannend finden. Wir haben mitgemacht beim internationalen Wettbewerb fürs WOHO, haben dann 2. Preis geholt, 100 Meter hoch, Holzbau, ein vertikal gestapelter Berliner Kiez. Momentan in der Planung ist für die Neuland in Wolfsburg ein Holzhybrid Bau mit 140 Wohnungen, wo es darum geht, eben eine ganz klare finanzielle Vorgabe, wie viel Holz kriegt man in diesen Hybrid rein. Und da sind wir auch gerade eben immer am Diskutieren, welchen Betrachtungszeitraum wir für das Geld, für das Budget dann eben sehen. Hier unten sehen wir ein
Haus ohne Dämmung in Heidelberg und hier ein Gründerzentrum in Bremerhaven, das momentan in der Planung ist, Baubuche. Genau. Warum tun wir das? Die vier großen Herausforderungen im Bausektor überschneidet sich ein bisschen wahrscheinlich mit den anderen Vortragenden, weil uns das Gleiche immer umtreibt, also die Ressourcenverknappung. Global gesehen ist Beton nach Wasser die meistverbrauchte Ressource. Wir haben ein extrem hohes Müllaufkommen in der Bauindustrie. 54% sind es in Deutschland gewesen. Das zweite ist der Klimawandel. Bauen verursacht, ich habe 38%, der Drechsler hatte 37% die globalen CO2-Emissionen. Wir haben nur noch 7 Jahre Zeit, um das 1,5-Grad-Szenario zu erreichen. Also es sind bedeutende Aufgaben. Das Bevölkerungswachstum laut UN steigt die Bevölkerungswachstum in den nächsten 30 Jahren 30 Milliarden Menschen an. Das sind genauso viel wie 1970 auf der Erde gelebt haben. Das heißt, wir müssen für so viele Leute praktisch Ressourcen bereitstellen, Wohnungen bereitstellen. Das ist eine ziemliche Aufgabe, die wir uns stellen müssen. Der Flächenverbrauch, der relativ hoch ist. Wir haben die Wohnfläche pro Kopf waren 22 Quadratmeter, 65. Heute haben wir 46, eine Verdoppelung des Flächenverbrauches. Da müssen wir umgehen damit. Und natürlich ist die Erde energetisch offen. Wir kriegen immer Energie von der Sonne, aber das Rohstoffsystem ist geschlossen. Das heißt, wir können nur mit dem haushalten, was uns wirklich hier auf der Erde auch zur Verfügung steht. Und dann wird unser momentanes Wirtschaftssystem relativ schnell am Ende sein, wo wir einfach Sachen abbauen, Ressourcen abbauen, herstellen, nutzen und danach wieder entsorgen. Was wir brauchen, ist einen biologischen Kreislauf und einen technischen Kreislauf, wo wir die Produkte entweder biologisch wieder wieder kompostieren, wieder zurückführen können, oder in einem technischen Kreislauf, wo wir Produkte wieder rückbauen können, die einzelnen Teile wieder sortenrein ausbauen und wieder neu zusammensetzen können. Weil dann können wir auch weiterhin wachsen. Und also ich finde das Bild von diesem Kirschbaum, die Natur, jedes Frühjahr machen sie einen wahnsinnigen Effort, um ein paar Bienen anzulocken, um den Fortbestand zu sichern. Es werden da extrem viel Blüten generiert, aber es wird auch, es geht alles wieder in einen natürlichen Kreislauf zurück. Und das finde ich ein sehr schönes Bild. Wenn wir es schaffen, richtig zu wachsen, dann werden wir es auch schaffen, mit den Aufgaben umzugehen. Ein weiteres Bild ist der Holzkreislauf. Wenn wir schaffen, also wir haben mit dem Holzen ein sehr guter CO2-Speicher. Wir entlehnen diesen, bauen Häuser. Das ist dann ein urbaner CO2-Speicher. Und wenn wir schaffen, dass dieses Holz, was wir praktisch verbaut haben, nachher auch wieder rezyklieren können, wenn es ein einstoffliches Holz ist und wir können es nachher wiederverwenden, dann haben wir während den 80 oder 100 Jahren, wo das Gebäude besteht, wächst in gleicher Weise wieder das Holz nach. Das heißt, wir haben eigentlich doppelt die Natur geschützt. Und wenn wir es dann noch weiterhin schaffen, die Sekundärbaustoffe aus jetzigen Gebäuden zu verwenden mit den Primärbaustoffen, dann haben wir natürlich unseren Fußabdruck extrem verbessert. Das ist aber wichtig, dass natürlich die Sekundärbaustoffe einstofflich sortenrein sind und definierte Inhaltsstoffe haben. Wir werden immer gefragt, was kostet es denn eigentlich und was kostet der Holzbau denn eigentlich mehr? Und das ist immer die Frage der Betrachtungsweise, weil wir natürlich immer nur praktisch die 300 oder 400er Kosten sehen und nie den Gebäudebetrieb und nachher den Rückbau. Wenn wir es aber schaffen, beim Rückbau nicht nur Abfall sehen zu müssen, sondern die Werte, die in den Produkten drinstecken, ist es natürlich eine ganz andere Betrachtungsweise. Und wir können dann eher von einem Wert sprechen am Ende des Lebenszykluses. Und ich glaube, das ist relativ wichtig. Und dahingehend müssen wir andersrum denken. Wir müssen versuchen, von hinten her den Gebäudebetrieb und das Gebäudeleben zu denken. Wie tun wir es? Da möchte ich nur kurz zwei Beispiele anbringen. Das ist ein Einfamilienhaus, was wir vor 10 Jahren gebaut haben.
mit einem 12 Tonnen Lehmkern. Es ist außenrum ist es eine Holzständerbauweise, innen drin Brettsperrholz, um mehr klimaspeichernd zu sein. Und dieser in diesem 12 Tonnen Lehmkern ist ein Ofen, der mit Wassertaschen mehr oder weniger das Gebäude heizt, ein relativ einfaches Gebäudekonzept und super Klima innen drin. Weiteres Bauvorhaben ist der Woodscraper in Wolfsburg, wo wir mit Leim versuchen, weitestgehend mit leimfreien Massivholz die Gebäudekonstruktion zu machen, die Trennwände aus rezyklierbarem Strohtrockenbau. Und was auch wichtig ist, dass der Fußbodenaufbau eben ein trockener Fußbodenaufbau ist, um ihn nachher auch wieder einfach rückzubauen. Wir haben nur 10 Minuten Zeit, deswegen habe ich jetzt nicht mehr Beispiele dabei. Aber so als Fazit möchte ich vielleicht nochmal zusammenfassen. Ich glaube, die Lösung liegt in den nachwachsenden Rohstoffen. Das ist ganz wichtig. Und die in einfachen Bauweisen zusammenzufügen, das fand ich gerade bei Herrn Drexler auch die Holzverbindung. Da geht man, also das finde ich ein total spannendes Bauvorhaben, wirklich ohne Metall die Verbindung zusammenzubringen. Und wir brauchen dazu ein gutes Design, um die Stoffkreisläufe zu schließen. Und dafür wäre vielleicht ein Materialpass ganz, ganz hilfreich, um zu wissen, was wir wirklich einbauen und wie wir es nachher wieder zurückbauen müssen. Und helfen wird dafür irgendwie die Einpreisung der Folgekosten. Und politisch gesehen ist nach den ganzen GEG-Nachweisen, wäre vielleicht jetzt ein CO2-Pass notwendig, um das zu unterstützen. Und das würde dann unterstützen, um eine ehrliche und ganzheitliche Kostenbetrachtung bei Bauvorhaben zu ermöglichen. Soweit von mir mit dem Abschluss von Katharina. Beton ist so 90er Jahre. Also vielen Dank auf jeden Fall. Vielen Dank. Das nehmen wir jetzt mit hier bei unserer Workshop-Reihe zum Holzbau. Wobei du ja auch schon aufgezeigt hast, dass es eigentlich auch um eine Kombination geht, weiteren nachwachsenden und wenig verarbeiteten Baustoffen. Das werden wir in unsere Diskussion aufnehmen, also sei nur kurz nach hinten gestellt. Und jetzt sei nochmal das Wort übergeben an Jens Ludloff. Ja, ich versuche es nochmal zu sagen. Das müsste jetzt eigentlich funktionieren. Ganz wunderbar. Jetzt müssen wir nur noch hier irgendwie. Moment. Wo ist der Vollbildmodus hier? Wir schauen mal. Es ist vielleicht gehen hier. Es wird jetzt. Ganz wunderbar. Ja, vielen Dank für Ihre Geduld. Vielleicht ergänzt sich das ganz gut von den beiden Vorträgen, die jetzt schon gelaufen sind. Ich zeige Ihnen, ich mache auch so ein bisschen so einen kleinen Einführungskurs, muss ich zugeben. Ein Bild, was die meisten sicher kennen, entstanden. Man könnte sagen, auf der Hochblüte oder Endblüte des Barocks, wo das Nachdenken über Leben auch ganz wichtig war. Sie wissen ja, August der Starke, einer der großen Barockbaumeister auch, unter seiner Regentschaft ist auch das Thema Nachhaltigkeit entstanden oder das Wort, zumindest die Wortschöpfung. Und das heißt, hier jetzt von Launier ist ein Text entstanden, der jetzt, das ist eine Collage, muss man zugeben, das ist ja eine Urhütte, wir haben ja einfach mehr nebeneinander kopiert, aber das Nachdenken über, wie gehen wir mit Ressourcen um, ist im Prinzip ja nicht neu. Und die Rückbesinnung auf diese sogenannte Urhütte des Römers Vitruv, der sie allerdings Vitruv eher als Armenhaus beschrieben hat, als Potenzial, glaube, das ist momentan unsere Aufgabe oder wird weiterhin unsere Aufgabe sein. Ich will nur darauf hinweisen, das ist ja kein neues Thema und wir bauen ja gerade und nicht gerade, sondern schon seit längerem Zeit den Wald um. Und wir werden also nicht nur, wir bekommen auch ganz neue Rohstoffe. Also diese, sagen wir mal, das Lieblingsholz der Deutschen, die Fichte, auch fürs Baugewerbe, wird sich ändern. Wir werden mehr Laubholz bekommen und auch das wird natürlich eine
Herausforderung sein. Herausforderung, aber was heißt das? Wie ändert sich da auch die Architektur? Ist eigentlich unser Fall. Wie ändert sich der Raum, wenn wir mit anderen Materialien bauen wollen oder bauen müssen? In dem Fall Holz. Jetzt noch ganz kurz zwei Mini-Exkurse. Holzknappheit, darüber haben wir noch nicht gesprochen, da werden wir auch in Zukunft drüber sprechen. Ich sehe das aber nicht als großes Problem, sondern ich glaube, dass der Baustoff Holz nicht knapp werden muss, wenn man sich entsprechend verhält. Aber Knappheit gab es immer wieder und da gab es interessante Konstruktionen, hier zum Beispiel von Philippe Delorme aus dem 16. Jahrhundert. Also wie könnte man aus kurzen Brettabschnitten lange Binder erzeugen? Es wurde dann 200 Jahre später von David Gilly nochmal aufgegriffen, als sozusagen in Brandenburg es auch um Knappheit im Holzbau ging. Das heißt, wie schaffen wir uns mit den Ressourcen, die wir da haben, auch ökonomisch umzugehen? Auch das wird allen Holzbauern bekannt sein, die sogenannte Zollinger Bauweise, also wo man jetzt wiederum mit relativ kurzen Hölzern ein Tragwerk erfand. Das war für Dachstühle ein Dachtragwerk, was auch die Grundlage dieser Konstruktion, das Sparen von Holz. Wenn wir jetzt uns gerade die Vorredner nochmal in Erinnerung rufen, was war denn bisher das Problem eigentlich des Holzbaus? Vielleicht auch gerade des Vorgefertigten oder des Industriellen. Das ist jetzt ein Bild von Konrad Wachsmann, auch ein ganz wichtiger Holzbauer. Das ist ein ideelles Modell, wo man suchte sozusagen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg nach seiner Multi-Verbindung, die alles kann. Sie kennen auch das Mero-System bestimmt. Das heißt, einen Knoten zu erfinden, der alle Dimensionen abdeckt. Das war natürlich eine andere Form der Fertigung. Das heißt, da waren noch gleiche Bauteile, waren wesentlich attraktiver als verschiedene Bauteile. Das heißt, Stückzahl, wie wir es aus dem Beginn der Automobilindustrie kamen, also viele gleiche Stücke. Das haben wir nicht mehr. Durch die Fertigung mit Computerunterstützung sind wir auf diese gleiche Stückzahl nicht mehr angewiesen. Wir haben aus diesen, sagen wir mal, Bildern, wir sind ja als Architekten sehr stark natürlich von der Holzindustrie abhängig. Und vor gut 10 Jahren wurde so ein Produkt lanciert, könnte man sagen, Kerto-Ku. Das war eigentlich ein Sperrholz, was ein Bausperrholz, ein sehr hochwertiges. Hersteller ist Kert, war Kerto und Ku hieß für das dort querverleimte Lamellen zum Einsatz kamen. Und dieses Kerto-Ku hat uns damals angeregt zu sagen, ist doch ein toller Stoff, den konnte man, also diese Sperrholz, konnte man fast unendlich lang bekommen, in relativ großen Breiten auch, damit jetzt mal ein Tragwerk zu erfinden. Und dann haben wir gesagt, das Problem an den vorausgegangenen Konstruktionen, das ist auch gerade bei der Zollinger Bauweise, ist eigentlich der Knoten. Weil das Holz arbeitet, schwindet, kriecht, anders sozusagen als andere Baustoffe und irgendwann lösen sich diese Knoten. Also was wäre denn jetzt eigentlich eine konsequente, moderne Umsetzung dessen? Und da kommt man natürlich sehr schnell auf das Thema Kleben. Wir leben ja eigentlich im Klebezeitalter mit allen zu diskutierenden Nachteilen auch. Wir haben gesagt, okay, auf dem rechten Bild, wir wollen ein Tragsystem erfinden, was diesen Knoten meidet. Und da haben wir diesen kleinen Mensa-Bau erfunden. Das ist jetzt ein Deckenspiegel hier, also wenn sie unten ist, wenn sie an die Decke hinaufschauen. Und das sind Rippen oder das sind Träger, die Sie hier sehen, die aber, wie Sie sehen, nicht miteinander verbunden sind, sondern sie haben Überlappungen. Übergreifungslängen würde sowas im Stahlbau heißen oder im Stahlbetonbau. Das heißt, innerhalb einer Betondecke ist das Eisen nicht sozusagen von dem einen Auflager zum anderen geführt, sondern die Eisen haben sogenannte Übergreifungslängen und so hält das Tragwerk. Und das wollten wir auf den Holzbau übersetzen und haben das auch rechnen lassen. Das ist jetzt nur so ein kleines Bild Statikers. Also Sie können sich vorstellen, jede dieser Rippe hat natürlich ein Biegemoment, was es aufnehmen kann und das sind diese Bäuche hier, größte Durchbiegung. Und diese Bäuche sozusagen, die werden zum
Auflager hin. Schlanker, dort gibt es Querkraft und diese Querkraft kann durch diese platte Kertokuh auf die nächste Rippe übersetzt werden. Und das Bild, das kennen Sie aus dem Plattenbalken, das heißt, Sie haben eine Decke und einen Balken und die werden mehr oder weniger monolithisch verbunden und das Ganze ist als Plattenbalken eine sehr steife Konstruktion. Wir haben dann gesagt, naja, wir pressen diese Rippen auf diese Kertekuhplatten, die sehen Sie hier unten im Bild, diese großen Spanplatten, das sind jetzt immer zwei gestapelt, deswegen sieht das so ein bisschen komisch aus. Und hier sind diese aufgeleimten Rippen. Das ist eine sogenannte Pressverleimung, die wir aber dann nicht in einer großen Presse durchführen konnten, sondern hier in Eichach bei Finnforstmerk damals mittels Schrauben. Das ist eine sogenannte Schraubpressverleimung. Und dadurch entsteht ein Plattenbalken, der dann als Dach und Balken in dieser Form vorproduziert werden kann, also elementiert werden kann. Und einfach aufgesetzt werden kann als Dach in diesem Fall. Das Schöne ist auch, dass die Verbindung wiederum hier das Thema Knoten, wie vermeiden wir Knoten? Die Biegung findet natürlich im Träger statt sozusagen, am Auflager leistet diese Holzplatte eben die Querkräfte hier in die Stütze zu bekommen. Also es hat dieses Thema Stütze, Träger, wie binde ich das an, wie mache ich da ein Knoten, das vermeide ich, indem ich einfach mir erlaube, diesen Träger von der Stütze abzurücken. Und natürlich brauche ich da oben noch eine sozusagen Holzschraube, die das Ganze fixiert, aber mehr brauche ich nicht, um das Ganze zu verbinden. Das Ganze haben wir dann nochmal als Decke farblich getrennt, also das, was hier als Plattenbalken zusammenwirkt, nämlich Träger und diese Holzplatte. Die Platte hat 5 cm Stärke, die Spannweite war gute 12 Meter. Das mit einfachen KVH-Leisten mit Pressverleimung verbunden. Ich zeige das nur, weil das sozusagen zeigen soll, dass im Holzbau natürlich, wir sind ja schon an den noch am Anfang des Holzbaus, was der Holzbau in Zukunft leisten kann. Und es wäre schade, wenn wir verpassen, dem Holzbau auch sozusagen mit dieser Konstruktion, die dort möglich ist, die Konstruktionen, die noch möglich sind, nur eine sagen wir mal, Reduktion in Platte, Boden, Wand zu machen, sondern dass wir diese Struktur ausnutzen, die sich dort ergibt. Um da hier weiter anzuknüpfen, das ist natürlich eine einachsig gespannte Decke, die wir gezeigt haben, gerade also in einer Achse wird gespannt. Alle Plattenwerkstoffe, die es sozusagen auf dem Markt gibt, die aus Lamellen bestehen, ob das jetzt Massivholzdecken, also Brettsperrholz zum Beispiel, haben immer eine Schwerachse. Wir wollten gerne, so wie wir es aus dem Stahlbeton kennen, eine zweiachsig gespannte Decke bauen und haben gesagt, okay, was passiert eigentlich, wenn wir diese Rippen wiederum verleimen hier und diesmal auf ein Brettsperrholz, die Decken sozusagen, wo im Moment massenweise Wohnungsbau produziert wird, was natürlich auch ein Problem ist, weil der Markt und die Produktionsstätten relativ, sagen wir mal, nicht den Markt abdecken können. Hier haben wir das haben wir vor 2 Jahren entwickelt, ein System, wo wir eine Decke machen wollten, die eben zweiachsig spannt und haben diese wiederum eine Art Plattendecke in zwei Achsen. Und damit das funktioniert, das heißt, wir gießen ja beim Holz das nicht zusammen wie beim Stahlbeton, brauchen wir natürlich eine Kenntnis, wo sind eigentlich die Momentlinien, also wo ist die Durchbiegung, wo werden diese Elemente angeschlossen und hier können Sie ahnen an den Fugen, das sind die vorfabrizierten Elemente, die dann vor Ort gestoßen werden. Und wenn wir das am Moment Nullpunkt machen, dann haben wir auch kein Problem mit den Verbindungsmitteln. Das da oben sehen Sie die sozusagen Decke mit den dann jetzt abgesetzt, diese Rippen, das sind jetzt diesmal Leimholzrippen, weil die Spannweite wesentlich größer ist als eine Ausstellungshalle. Das sind dann solche vorfabrizierten Elemente, die dann vor Ort zusammengesetzt werden. Ganz kurz, da gibt es noch Stützen und diese Deckenplatten ergeben dann ein System und dieses System wird dann gefüllt und dadurch entsteht diese Decke. Also eine Art ja, Flachdeckenkonstruktion, ähnlich
eines Stahlbetontragwerks, aber wesentlich reizvoller. Vielleicht die Pilzkopfdecke würde da als nächstes dran kommen. Bei den Stützen muss ich zugeben, ist es ein bisschen fast konventionell. Das heißt, wir haben ja diese Leimholzstützen, können Sie ja ahnen, das sind zwei Winkel, die sind so zusammengekommen, damit sie doch transportfähig sind. Deswegen sind auf der Baustelle wurden diese zwei Bumerangs verbunden zu dieser Stütze. Und so sieht dann diese Halle aus, die gerade fertig geworden ist. Ich will damit nur anknüpfen, dass man sozusagen neben dem, was wir technologisch an Nachholbedarf haben, Holzverbindungen. Deswegen gucken ja die Kollegen und wir uns immer wieder auch historische Konstruktionen an und versuchen die zu übersetzen. Wie sehen diese Konstruktionen heute aus mit den Fertigungstechniken, die wir heute haben? Allein wenn Sie denken, der Biberschwanz ist schon seit ein paar Jahren wieder zurück, hat auch mittlerweile eine Zulassung. Das heißt, die Biberschwanzverbindung wird heutzutage natürlich gefräst und ist schon fast ein Standard geworden. Also eine reine Holz-Holzverbindung. Jetzt gehen wir mal an die Saale sozusagen zu unserem Projekt, was wir im Rahmen der IBA Thüringen realisieren. SEZ heißt das Ganze für den Erlebnispädagogisches Zentrum im Kloster Saalburg an der Bleilochtalsperre. Und ich finde immer noch mal, das ist ja so ein Wikipedia-Bild, habe ich nicht selber aufgenommen, aber das ist so der Kontext, wie hier die Saale meandert und wir liegen. Saalburg ist da so oben links in der Ecke etwa. Und das ist jetzt hier ein Wettbewerbsbild. Das ist die Aufsicht. Wir haben in der Mitte dieses Langhaus, das ist ein Bestandsgebäude, was wir erhalten haben. Und rechts und links diese Flügel, die Sie ahnen, sind dann einzelne Hotelzimmer, beziehungsweise hier ist ein Sportzentrum. Das ist ein, ja, das sind vor allem Gruppenreisen, die hier ankommen. Es richtet sich eigentlich an ein junges, jugendliches Publikum, auf dem, ja, ich glaube, es ist nicht falsch zu sagen, wenn das so vielleicht so ein Beherbergungskomfort ist wie bei einer Jugendherberge. Also etwas, was sehr stark draußen natürlich stattfindet. Draußen alles, was mit Wasser zu tun hat, kann man hier erleben. Und das waren jetzt hier auch noch Bilder aus dem Wettbewerb. Das heißt, hier sehen Sie diesen Bestandsbau in der Mitte. Das Haus ist ein bisschen, sagen wir, verlängert worden um eine Achse hier im Wettbewerb und rechts und links diese Flügel, wo diese Dachform aufgenommen wurde, sich so ein bisschen rechts und links weggefaltet. Und Sie ahnen vielleicht, das Ganze steht auf Stützen und unter diesem entstehenden Luftgeschoss, dort sind eben Lagerflächen für Boote und so weiter angebracht. Jetzt können Sie, das gebe ich zu, das ist ein bisschen klein, aber hier sind, das ist dieses Luftgeschoss im Seegeschoss, wie wir das also, das Erdgeschoss unten, und da gibt es dann dieses Geschoss, was man jetzt, also oben ist der See im Norden auf diesem Bild und die Erschließung ist im unteren Bildrand. Und Sie ahnen auch schon, diese Zimmer sind relativ, sagen wir mal, ja, sind winzige Zimmer mit teilweise Stockbetten, einer kleinen, sagen wir mal, Sanitäreinheit, Dusche und WC getrennt, relativ klein. Das haben wir so gemacht, um das flexibel zu halten. Es waren ursprünglich mal solche Gruppensanitäranlagen vorgesehen. Das ist aber bei den verschiedenen Gruppengrößen, die dort kommen, ein Problem. Wir haben gesehen, man erschließt das über so eine Art Laubengang hier davor. Und ja, das ist eigentlich ein relativ simples Konzept. Und es ist weiterhin aufgeständert und unten sind dann die Boote gelagert. Wir haben ursprünglich gedacht, wie macht man das? Das ist ja jetzt ein eingeschossiges Holzgebäude. Das ist ja jetzt nicht so eine wahnsinnige Herausforderung. Wir haben im Wettbewerbsstand, das ist jetzt so Wettbewerbsstand, sind wir reingegangen, okay, natürlich kamen wir auch aus dem Thema Vorfertigung. Kann man das irgendwie in so Schotten, was sind transportierbare Größen? Und um dann diese Aufständerung möglichst groß zu machen, ist natürlich diese Geschosshöhe, Schotte, ein schönes Tragwerk. Da war aber noch nicht ganz klar,
wie will man das eigentlich produzieren? Also natürlich ist Brettsperrholz ist eine Art Wundermittel, aber uns war auch damals schon klar, dass der Markt für Brettsperrholz immer enger wird. Das heißt, sie haben immer erhöht, die Bestellzeiten sind absolut rapide gestiegen. Es gibt eben nicht so viele Hersteller, es entstehen ja gerade noch Werke. Und das ist immer entstanden aus einem Tendenz, dass man auch minderwertigere Hölzer zu einem hochwertigen, plattenförmigen Material verkleben kann. So ist es eigentlich entstanden. Und das ist ja auch noch gar nicht alt, vielleicht, weil ich weiß nicht, könnte mich korrigieren, vielleicht 20 Jahre oder sowas, gibt es Brettsperrholz auf dem Markt. Und im Moment erlebt es gerade auch im Wohnungsbau einen Riesenboom. Also Nachfrage ist riesengroß. Wir haben gesagt, was könnte das sein? Wir sind natürlich dann schnell auf so ein Dübelhölzer gekommen oder über Brettstapeldecken und Ähnliches. Es war klar, es muss ein einfaches System sein. Wir haben das dann weiterentwickelt und jetzt in der Ausführungsplanung sind wir zu einem ganz komplett neuen Tragwerk gekommen. Und das liegt daran, weil wir natürlich auch überlegt haben, wie vergeben wir das und was sind eigentlich die Probleme im Holzbau oder was sind die Probleme, wenn wir jetzt energetische Bilanzierung machen. Dann ist vor allen Dingen der Transport im Holzbau. Also der Transport des Holzes durch die Welt vernichtet sozusagen die schöne Ökobilanz, die man sozusagen bei so einem Holzbau haben kann. Und das ist beim Holzbau noch schlimmer als beim Stahl, weil der Holzbau eigentlich ja schon so gut ist. Das heißt, jeder gefahrene Kilometer ist ja das Problem. Deswegen haben wir da, wenn wir da mit verschiedenen Partnern, unter anderem Holz von hier, aber auch mit lokalen Sägewerken jetzt ein Tragwerk erstellen, beziehungsweise das Tragwerk haben wir erstellt, was auf dem einfachsten Holz gründet, nämlich einerseits als Stammware für die Stützen und sonst nutzen wir nur KVH und Rauschbundschalungen. Also ein Holz, was unveredelt ist, also Konstruktionsvollholz ist natürlich, hat noch eine Verleimung mit Keilzinkung, aber ist ein relativ einfaches Holz. Und wir haben uns die Aufgabe gestellt, eben aus diesen sehr einfachen Hölzern, einer einfachen Technologie, jetzt dieses auch letztendlich einfache Haus zu bauen. Und sehen schon, ahnen schon hier, da oben diese Fachwerkkonstruktion, das ist Teil des Bestandes sozusagen, das ist ein Stahltragwerk, das gehört zu diesem Bestandsgebau, was ganz unten ist. Und rechts und links sind dann angefügt diese holzgefaltenden Dächer, die aber nur kein Faltwerk darstellen, sondern jetzt mittlerweile einfache Sparren sind. Die wechseln einmal sozusagen ihre Laufrichtung, um Auskragung zu realisieren. Und die Wandschotten, die Sie in der Mitte sehen, gehen wir eins weiter. Die sind mittlerweile so. Das heißt, wir haben hier Rundholzstützen und haben dazwischen gewissermaßen aus Brettern oder KVH erstellte Fachwerkkonstruktionen, sehr simpel, zangenförmig angeschlossen, die dann sozusagen gleichzeitig die Aussteifung realisieren. Die werden dann beplankt mit Rauschbundschalung. Wir haben dann im Weiteren, weil wir gesagt haben, wo kommt das Holz her? Wir haben dann gesagt, okay, wir werden alle Plattenstoffe, die man sonst üblicherweise USB-Platten und Ähnliches, durch Rauschbundschalung ersetzen. Das heißt, es ist eine Reduktion der Mittel. Also alles ganz anders als bei dem Mensa-Projekt, wo man damals auch sehr teures sozusagen Produkt genommen hat als Ausgangspunkt der Idee, sondern hier ist eigentlich die Idee zu sagen, wir reduzieren so radikal wie möglich. Das Brett ist uns gerade, sagen wir mal, gut genug. Und das sieht dann jetzt, ist jetzt, sind jetzt am Ende, da ahnt man so ein bisschen, was ist auf eine positive Art simpel. Wir haben natürlich dann auch das Thema Schallschutz, wir haben natürlich auch das Thema Brandschutz, wobei Brandschutz ist jetzt bei diesem eingeschossigen Gebäude nicht so ein Riesenthema, aber wir haben natürlich dort auch Versammlungsstätten und teilweise, also das Thema ist nicht am Ende so einfach, aber man kann es relativ gut reduzieren und wir haben natürlich auch, wir müssen auch bei Thüringen drauf schauen, genau was ist da. Da gibt es zwar den Pollmeier, den wir alle kennen sicherlich, aber wir wollen die, sagen wir mal, die Wertschöpfungskette auch regional halten. Das nützt ja nichts, wenn wir jetzt hier eine europaweite Ausschreibung machen.
Das ist jetzt noch ein anderes Thema, das würde ich heute nicht benennen. Wir sind schon Europäer, aber wir müssen natürlich mal sehen, wie nah können wir die Produkte wirklich, wo können wir den Holzeinschlag machen, wie nah kann das Produkt sein. Das ist sozusagen unsere Idee hier. Das führt vielleicht für die Kollegen auch zu teilweise ernüchternd einfachen Konstruktionen. Das ist das Projekt. Ich will noch ein paar Worte sagen zu dem, wo ich glaube, wo wir hin könnten. Das kennen sicherlich auch einige Projekte. Das ist schon 7 Jahre alt. Das ist nicht von uns. Das ist hier in London entstanden. Oder besser gesagt, der Moodland Campus von Studenten der AEA. Und wenn wir davon ausgehen, dass der Wald der Zukunft auf jeden Fall ein anderer sein wird und wir natürlich auch Holz, wenn wir Holz schlagen, Holz entnehmen, dass wir das sozusagen baumweise machen, also keine flächendeckenden Rodungen mehr. Davon gehen wir alle aus mittlerweile oder wir haben gar keine andere Chance. Und dann können wir natürlich auch, wie hier die Kollegen das gemacht haben, solchen Wald scannen. Und das können wir heutzutage mittels 3D scannen. Und hier bei diesem Studentenprojekt haben sie die Astgabeln gescannt eines Waldes und haben diese dann sozusagen den Scan dann bearbeitet im Computer. Das sind jetzt alles computergenerierte Astgabeln, die aber als Grundlage Astgabeln sind, die in einem Wald vorkommen. Ja? Und das sind jetzt nur eine Auswahl. Die haben hunderte von diesen Astgabeln gescannt. Das heißt, sie wussten ganz genau, wie sieht mein Wald aus? Jetzt für dieses Studentenprojekt und einmal aus diesen Hunderten von Astgabeln dann computergeneriert ein Tragwerk entworfen und haben dann, als sie das Tragwerk hatten, haben sie dann diese Astgabeln, die dann wirklich benötigen für ihr Tragwerk, haben sie dann aus dem Wald entnommen, also diese wenigen, und haben dann daraus ein Gebäude errichtet. Gucken Sie es mal an, das ist ein großartiges Projekt. Ich finde, das ist ein Projekt, was sozusagen so philosophisch sehr schön ist. Man kann jetzt über das Produkt vielleicht, das, was dann da rausgekommen ist, der Unterstand, darüber kann man streiten. Aber wir wissen aktuell und wir wissen in Zukunft sehr viel über den Wald, über die Wuchsform. Und die Astgabel ist, glaube ich, etwas, was ein bisschen bisher, sagen wir mal, zu kurz gekommen ist. Ich freue mich, wenn wir da so gemeinsam dann weiter forschen. Das heißt nicht, wir müssen jetzt komplett zur Bionik umschreiten, aber indem wir den Wald genauer kennen, sowohl über die verschiedenen Holzarten, die dort wachsen und wachsen werden vor allen Dingen, werden wir sicherlich auch zu einer ganz neuen räumlichen Fügung kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ludloff, mit diesem tollen Abschlussbild. Ich denke, das wird uns jetzt auch noch eine Weile begleiten. Ja, aber ich wollten Sie noch was sagen? Zu. Nee, ja. Ich mache das jetzt zu. So. Genau. Gut, ganz herzlichen Dank. Nun wollen wir tatsächlich unser kleines Feld hier, also die Referenten, das Feld der Referenten und der Moderation gerne noch erweitern um Akteure aus Thüringen. Und dazu begrüßen wir sehr herzlich Herrn Tobias Wolfrum von Jena Wohnen, Frau Carsten Rüdiger aus Ilmenau von, ich habe leider die richtige Reihenfolge des Titels der Wohnungsbaugesellschaft wieder vergessen. Frau Rüdiger, vielleicht übernehmen Sie das einfach, Sie können es viel besser als ich. Und Dirk Hedicke und Jörg Weber, zwei Architekten aus Weimar, Raum 33 Architekten. Und wir möchten Ihnen gerne als Respondenten sozusagen auf diese drei Impulsvorträge gerne das Wort geben, bevor wir dann in die Diskussion einsteigen wollen und dann auch dem Publikum die Möglichkeit geben. An das Publikum, wenn Sie Fragen haben, nutzen Sie sehr, sehr gerne den Chat, indem Sie diese Fragen schon mal notieren und uns allen oder uns auch persönlich zusenden. Wir werden diese Fragen sammeln und dann auch in die Diskussion hineingeben. Und wie Stefan Jung auch schon erläutert hat, im dritten Teil wird es dann auch die Möglichkeit geben, dass Sie sich auch persönlich zu Wort melden können. Aber zunächst möchte ich gerne das Wort nach Ilmenau geben zu Frau Rüdiger. Ja.
Wir hören Sie, Frau Rüdiger. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, also ich stelle mich dann doch erst noch mal ganz kurz vor und erkläre, wie ich überhaupt hier in diese Runde komme. Mein Name ist Carsten Rüdiger. Ich bin die Geschäftsführerin der Ilmenauer Wohnungs- und Gebäudegesellschaft, ein kommunales Unternehmen. Wir planen aktuell ein Quartier, ein kleines Quartier mit einem mehrgeschossigen Wohnungsbau in Massivholzbauweise zu erstellen. Und wir haben also kein Projekt, welches fertiggestellt ist. Wir sammeln gerade die Erfahrungen in der Planungsphase. Ja, erstmal ein tolles Dankeschön an die Impulsvorträge, an die Referenten, sehr spannende und interessante Themen, die sicher sehr zukunftsweisend sind. Ich glaube, man braucht unbedingt diese Visionen, um am Ende doch etwas Praktikables daraus zu erzeugen. Ja, die Vorteile des modularen Bauens haben wir also auch versucht zu verwirklichen oder sind noch dabei. Das ist für jeden Bauherrn eigentlich wünschenswert, eine modulare Bauweise zu haben. Erstens mal hat man einen sehr hohen Vorfertigungsgrad und auch wenn die Planung schon steht für diese Module, vereinfacht oder verkürzt das natürlich auch die Planungsphase. Das ist wünschenswert natürlich auch im Sinne der Wohnungswirtschaft, für die ich ja hier stehe. Das würde uns natürlich im großen Rahmen sehr dienlich sein. Ich fasse jetzt mal mein Resümee über alle Vorträge, weil an für sich alle Themen ja doch mehr oder weniger ineinander greifen. Denn wenn ich bei der Modulbauweise bin, fällt mir sofort natürlich ein, wo werden denn diese Module gefertigt? Wie kommen diese Module zur Baustelle? Bin ich wieder bei Herrn Ludloff, der die langen Transportwege ansprach und auch die Wertschöpfungskette. Wir stecken da in Thüringen doch sehr in den Kinderschuhen, das muss man schon sagen. Und es wäre wünschenswert, wenn man sich an den Erfahrungen anderer Bundesländer anlehnen könnte. Da denke ich an die neue Holzbaurichtlinie, die ja in Kraft treten soll, die nicht unbedingt immer den Nagel auf den Kopf trifft, was die praktikable Umsetzung anbelangt. Wo ist denn das Holz in Thüringen? Stelle ich jetzt mal ganz provokant die Frage in den Raum. Wenn ich eben an Wertschöpfungskette denke, ich habe beinahe den Blick auf den Thüringer Wald von hier aus und es blutet einem das Herz, wenn man das Holz, das gefällte Holz im Wald liegen sieht und man aber nicht dazu kommt, sein Häuschen damit zu bauen, sage ich jetzt mal ganz trivial. Ja. Das sind so die Themen, die uns beschäftigen. Natürlich, wie sind wir überhaupt darauf gekommen, diesen Holzbau zu denken? Natürlich, einerseits ist auch ein gewisses Umweltbewusstsein vorhanden. Andererseits steht natürlich auch immer die Frage im Raum, bis zum Jahr 2045 die Klimaneutralität im Gebäudesektor zu erreichen. Und wo sollte man denn dann anfangen, wenn man nicht beim Neubau anfängt, das zu denken? Das sind mal kurz meine Zusammenfassungen.
Ganz herzlichen Dank, Frau Rüdiger, und auch vielen Dank für Ihren kleinen Hinweis auf das Holzbau-Quartier, was bei Ihnen gerade in Planung ist, worauf wir dann vielleicht in der Diskussion nachher auch nochmal einschwenken wollen und gerne auch auf Ihren letzten Punkt nochmal eingehen wollen. Wie ist es für Bauherrschaften attraktiv, in Holz zu bauen? Was sind die Gründe, es nicht zu tun? Wie viele Kolleginnen und Kollegen aus der Bauwirtschaft das vielleicht aktuell eben auch noch tun? Das wären interessante Diskussionspunkte, die wir nachher gerne auch noch aufnehmen wollen. Vielen Dank, Frau Rüdiger. Und gerne übergebe ich jetzt das Wort an Herrn Wolfram von Jena Wohnen. Das ist sozusagen aus der Wohnungswirtschaft der Kollege. Und Herr Wolfram, ich bitte um Ihr Wort. Ja, vielen Dank, Frau Christoph. Ich stelle mich vielleicht auch kurz vor für diese Runde. Also mein Name ist Tobias Wolfram. Ich bin seit 5 Jahren Geschäftsführer hier bei Jena Wohnen, bin aber von der Ausbildung Architekt, habe auch selbstständig gearbeitet und habe viel auch in der Technik gearbeitet. Bis vor 5 Jahren habe ich hier auch im Hause bei Jena Wohnen das technische Management geleitet und auch ein für uns großes Neubauprogramm mit 500 Wohnungen mitgestaltet, in dem wir auch ein Holzbauprojekt umgesetzt haben. 2015 komme ich dann noch drauf. Ich möchte mich auch erstmal bedanken für die sehr interessanten Vorträge. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr so im Detail in der Technik unterwegs. Das war für mich heute nochmal ein toller Einblick da rein, wo ja die Ingenieurskunst im Zusammenspiel mit der Architektur sich bewegt. Und ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, was da jetzt an Berichten da waren, was an Möglichkeiten da auch ausgelotet wird. Ich will erstmal vielleicht so grundsätzlich drauf kommen, auch einen Kommentar. Ich halte den Holzbau in jedem Fall für eine zukunftsfähige Konstruktionsform. Das ist, glaube ich, keine Frage. Es ist ein nachwachsender Rohstoff. Es ist ein Baustoff, der auch baugeschichtlich ja schon immer zum Bauen dazugehört hat. Ich glaube, die ersten Hütten, wir haben das heute in der barocken Darstellung gesehen, aber die ersten Behausungen, die Menschen sich außerhalb von Höhlen gemacht haben, sind wahrscheinlich irgendwie auch mit Holz verbunden gewesen. Also ich glaube, das ist schon was sehr Naheliegendes. Und aufgrund der Tatsache, dass während das Holz wächst, natürlich auch CO2 gebunden wird, ist für uns heute, glaube ich, dieser Baustoff so aktuell, dass man darüber eigentlich nicht reden muss. Worüber wir, glaube ich, reden müssen, ist schon eine ganzheitliche Betrachtung. Das kam jetzt auch bei Herrn Günther sehr stark zum Ausdruck. Wir müssen über Lebenszyklus reden, wir müssen über Nachhaltigkeit und Rückbau legen. Und da muss ich jetzt mal als Bauherr feststellen, da sind wir heute noch ganz lange nicht. Denn die gesamte Industrie und auch das gesamte Gesellschaftssystem, in dem wir bauen, ist darauf eigentlich noch nicht ausgerichtet. Es wird zwar danach gerufen, aber am Ende schlägt sich das nicht in einer Kostenbetrachtung in der Form wider, dass es vielleicht dann auch, ich sage es jetzt mal, auch aus einem kommunalen Unternehmen, Wohnungsunternehmen heraus, was 15.000 Wohnungen ungefähr bewirtschaftet, es kommt dann jetzt so noch nicht beim Mieter an. Und das ist natürlich unser Fokus. Wir bauen ja nicht für das Unternehmen, sondern wir bauen für den Wohnungsmarkt, für die Mieter, auch für breite Schichten der Bevölkerung. Und die erste Adressierung, und das lesen wir jeden Tag in der Presse, ist Miethöhen. Und da muss ich heute auch feststellen, dass der Holzbau heute in dem System, wie wir diese Bauleistung bestellen, einfach nach wie vor teurer ist im Beschaffen, so wie wir jetzt beschaffen, als ein konventioneller Stahlbeton, Kalksandstein, WDVS-Bau. Das haben wir auch in Wettbewerben mehrfach untersucht, die wir auch in den letzten Jahren durchgeführt haben. Wir haben den modularen Bau, der dann auch immer oft bei Hybridbauweise oder beim Holzbau landet, mit abgefragt und haben auch die Architekten um ihre Einschätzung gebeten und müssen da einfach feststellen, dass er teurer ist. Ich halte ihn im gesamten Lebenszyklus allerdings tatsächlich für den nachhaltigeren Baustoff. Aber das findet sich eben in diesem System, wie wir jetzt heute bauen, noch nicht wieder. Also da muss wirklich ein Paradigmenwechsel stattfinden, damit wir auch in der Lage sind, die Dinge dann so umzusetzen. Ich glaube, technisch ist es nicht das Thema. Auch in den Hochbau hinein, da gibt es genug gute Beispiele. Auch die Erfahrungen mit dem Holzbau sind da. Aber ich glaube, es braucht wirklich ein Umdenken an dieser Stelle. Und das muss im politisch-gesellschaftlichen Raum stattfinden. Das muss in Vorgaben stattfinden, damit die Wohnungswirtschaft das auch entsprechend adressieren kann. Sonst ist am Ende immer ein gewisser Wettbewerb da, wo es dann heißt, was kostet es am Ende?
und die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die wir einfach durchführen müssen, die landet dann eben oft an Punkten, wo wir sagen, es ist am Ende dann 50 Cent, 1 Euro teurer auf den Quadratmeter, wenn ich mit dem Holz baue, auch wenn es nachhaltig ist. Und das ist natürlich das, was am Ende im Moment noch oft im Vordergrund steht. Das will ich dazu sagen. Trotzdem haben wir uns auch frühzeitig, wir haben ungefähr 10, 12 Neubauvorhaben durchgeführt, die diese 500 Wohnungen dann ergeben haben. Und wir haben in Hermsdorf ein Bauvorhaben umgesetzt, 24 Wohneinheiten, 3 Vollgeschosse. Noch etwas konventionell, sage ich mal, wenn ich heute in die Vorträge reingucke, haben wir da mit Brettschichtholzdecken und Brettschichtholzwänden gearbeitet, also eine Massivbauweise angewandt, die wir dann auch mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen hatten. Und haben das umgesetzt. Und ich muss sagen, dass das insgesamt auch bei den Mietern sehr, sehr gut angekommen ist, dass wir da im Betrieb gut unterwegs sind, dass wir aber doch hier und da natürlich auch, das ist bei konventionellen Bauten durchaus auch so, aber mit der einen oder anderen holzspezifischen Eigenschaft des Schwindens und Quellens natürlich, gerade was Wasser angeht und Feuchtigkeit angeht, auch kämpfen, Abdichtungsbereiche in den Duschen, in den Fassaden, dann auch Spalte, die sich öffnen etc. Aber grundsätzlich sind das keine Probleme, die wir nicht auch sozusagen in Bauformen haben, die wir im konventionellen Bau dann auch vielleicht hier und da mal vorfinden. Insofern würde ich auch den Fokus gerne auch in dieser Diskussion doch auch gesellschaftspolitisch adressieren und sagen, wir müssen umdenken, wenn wir diesen Baustoff wirklich in die Fläche kriegen wollen und nicht wie in den letzten Monaten dann schon wieder Rückwärtsbewegungen sehen, wenn es heißt, der Holzbaupreis steigt um 30%, weil gerade der Markt sich so entwickelt. Das kann jetzt irgendwie kein Grund sein, dann nicht wieder darauf zurückgreifen, aber wir müssen den Lebenszyklus stärker auch integrieren in die Art und Weise, wie wir bauen und wie wir die Gebäude bewirtschaften und vielleicht auch an dieser Stelle nochmal einen Seitenblick in die CO2-Diskussion. Das ist auch ein Teil, den ich sehr wichtig finde, auch was vielleicht das Thema der Gerechtigkeit angeht. Ich glaube, wir müssen auch stärker dazu kommen, dass wir wirklich so eine Art Pro-Kopf-Verbrauch CO2 irgendwie stärker adressieren. Wenn ich mir eine Villa als Passivhaus oder Null-Energie-Haus mit 300 Quadratmetern baue, mit ganz tollen CO2-Werten, dann ist das wunderbar und technisch eine prima Sache. Aber wenn ich mir dann den Pro-Kopf-CO2-Verbrauch anschaue und halte da mal so eine WBS 70, Dreiraumwohnung, 70 Quadratmeter daneben in konventioneller Bauweise mit geringer Außendämmung, da glaube ich, brauchen wir nicht lange gucken, was da so an Ergebnis rauskommt. Das ist aber nicht der Teil der Debatte heute. Wir wollen über die Konstruktion reden, aber das vielleicht jetzt auch mal so aus dem Blickwinkel einer Bauherrschaft, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Herr Wolfram. Und Sie haben ja dennoch den Finger jetzt schon ein bisschen auch in die Wunde gelegt mit der Kostenbetrachtung und welche Zeiträume eigentlich dort in den verschiedenen Modellen eben angewendet werden. Und vielleicht schon ein kleiner Vorblick dort auf die Diskussion, wenn Sie sagen, am Ende ist es nicht wirtschaftlich oder führt es zu einem bestimmten Mietpreis, der höher ist als im konventionellen, dann heißt das ja nicht am Ende des Lebenszykluses, sondern in einer definierten Zeitspanne, die eben ja noch nicht das Ende des Lebenszykluses auch mit betrachtet. Also von daher eine sehr, sehr wichtige, Diskussionspunkt aus meiner Sicht, was wird dort eigentlich alles mit betrachtet, bis hin zum CO2-Fußabdruck pro Kopfverbrauch. Vielen Dank schon mal für diese Impulse, die wir sehr gerne auch in die Diskussion mitnehmen. Ich denke, da wird es jetzt beim einen oder anderen vielleicht auch schon zu einem Kommentar vielleicht, der sich im Kopf schon zurechtlegen. Wir wollen das Wort aber gerne noch weitergeben, noch an zwei Praktiker, Jörg Weber und Dirk Hedeker aus Weimar, die auch mit dem Massivholzbau hier in Weimar sehr gute Erfahrungen haben. Gerne an Sie das Wort für ein kurzes Statement zu diesen Impulsen. Ja, schönen guten Tag. Jörg Weber ist mein Name, Raum 33 Architekten, mein Partner Dirk Hedeke. Vor circa 8 Jahren haben wir das Familienhotel in Weimar gebaut als erstes Projekt im Holzbau. Ich selber habe vorher schon mit Holz zu tun gehabt, weil ich ausgebildeter Tischler bin, danach Architektur studiert habe. Das war die Aufgabenstellung, einen Holzmassivbau zu bauen, also so viel wie möglich Holz zu verbauen und möglichst keine Dämmung anzuwenden, sondern einstofflich zu bauen.
was zu der Zeit noch ging, gerade so. Zwar hat es das Bauteil nicht geschafft, aber die Gesamtenergiebilanz hat damals noch gereicht, dass man das auch so machen konnte, ohne einen Dämmstoff aufzulegen. Da sind wir natürlich relativ schnell beim Herrn Thoma gewesen, haben den auch persönlich kennengelernt, weil Holz 100 auch ein Anliegen ist, was wir verfolgen, was wir auch gerne umsetzen möchten. Sind aber letztendlich dann zum Massivholzmauer gekommen, wo halt die Aluminiumnägel drin sind, weil es einfach ein Baustoff ist, den ich regional bekomme, der also hier gefertigt wird. Im Umkreis von Weimar von ungefähr 100 Kilometer gibt es 3 Verarbeiter, also Abbundzentren, die das herstellen. Halt mit den Wermutstropfen, dass ich im Grunde genommen das Aluminium drin habe, was aber relativ wenig ist, aber wenn ich über das Recycling nachdenke, natürlich ein Problem darstellt. Das haben wir akzeptiert und haben in dem Baustoff auch jetzt mittlerweile 3 oder 4, 5 Bauvorhaben gebaut und sind auch weiterhin dabei geblieben. Aber jetzt an dem Punkt, vielen Dank für die Impulse aus den Vorträgen. Und das ist natürlich auch genau das, was uns umtreibt und was bei uns in der aktuellen Planung ein Thema ist. Holzpreise, Wertschöpfungskette vor Ort. Wie kann ich das alles übereinander bringen? Wo kommen die Materialien her? Wir haben aktuell ein Bauvorhaben in Weimar für einen sozialen Wohnungsbau. Da soll eine alte Feuerwache umgebaut werden. Dort sind wir im Holzständerbau gewesen, mit relativ einfachen Mitteln auch, dass wir sagen können, die regionalen Zimmerleute können das wirklich vor Ort bauen. Nicht mit OSB-Platten, sondern mit Kerto-Sperrholzplatten. Auch Holzbetonverbunddecken, sind da jetzt ein bisschen an die Grenzen gestoßen mit der Statik und sind jetzt wieder bei einem Brettsperrholz. Wenn ich jetzt wieder höre, Brettsperrholz ist natürlich das angesagte Produkt im Wohnungsbau, hat große Nachfrageprobleme, ob man nicht vielleicht doch wieder bei den Holzständern bleibt. Aber was bringe ich doch für eine Füllung rein? Wie gehe ich mit dem Schallschutz um? Wo ist meine Speichermasse und so? Das sind alles so Sachen, die natürlich Probleme sind, die es zu bearbeiten gilt. Und da haben wir auch noch nicht die 100-prozentige Lösung. Was ich sehr spannend bei den Vorträgen fand, so als mein Impuls nochmal, es gibt schon so 2 Richtungen. Man hat natürlich immer die CAD, also computergestützt läuft alles. Und dadurch habe ich auch wieder schöne Zimmermannsverbindungen auf der Baustelle. Aber ich gehe, irgendwie habe ich so 2 Richtungen gesehen. Also ich gehe in die eine Richtung, versuche einfach zu bauen mit einfachen Produkten, die ich vor Ort bekomme. Und ich gehe in die Richtung, dass ich ganz hoch spezialisierte Fertigungsbetriebe habe, wo ich sehr viele Fräsungen ausführe und dort fantastische Baustoffe herstellen kann, aber die sehr, sehr kompliziert mir erscheinen. Wo geht da die Reise hin oder ist die Kombination auch die Lösung? Ja, also wir haben ein Bauvorhaben, wo wir auch wieder Massivholz bauen wollen, wo das Problem war, der Holzpreis geht hoch. Ja, da gibt es halt jetzt ein mobiles Sägegatter, was geschartert wird und es gibt einen Wald, wo man das Holz günstig kriegt. Und jetzt werden wahrscheinlich die Bretter vor Ort mit einem mobilen Gatter gesägt und gehen dann zum Verarbeiter, der da offen dafür ist. Also solche Sachen funktionieren mit diesem massiven Baustoff auch und der ist relativ einfach zu handhaben, auch für die Zimmerer vor Ort. Genau. Also das jetzt kurz zum Familienhotel, wie wir dazu gekommen sind und dass uns das Material auch noch eine Weile begleitet hat. Willst du vielleicht noch was sagen zu den? Genau. Ja, also ich fand die Vorträge auch sehr, sehr spannend, einfach auch das Forschungspotenzial, was da drin steckt. Da sind wir ja oder haben wir gesehen, was ist quasi auch die Richtung von einem Holzbau, wo entwickelt der sich hin? Da ist diese hohe Technisierung, dass man sagen kann, okay, ohne viel Aufwand kann ich heutzutage eigentlich fast jede Form herstellen, außer eine gebogene, die ist ein bisschen schwieriger. Aber wenn ich jetzt in Tafeln denke, dann ist da quasi alles rauszuholen, weil es über CNC läuft, weil wir 3D planen, eine 3D-Planung an die Abbundzentren übergeben und im Endeffekt nachher, was quasi die Fräse nachher macht, genau, das kostet jetzt nicht unbedingt viel mehr, ne? Ob die schräg fräst oder noch ein Loch reinfräst oder eine Holzverbindung, die etwas komplexer ist, ausfräst, das ist quasi wirtschaftlich alles wieder abbildbar. Anders als es jetzt früher war, wenn ich sage, da kommt der Handwerker und der braucht jetzt für eine Schwalbenschwanzverbindung meinetwegen eine halbe Stunde. Ne, so ist es heutzutage.
ist es wieder wirtschaftlich denkbar. Ne? Und dadurch kommen jetzt auch wieder solche, ich würde mal sagen, metallfreien Verbindungen ins Spiel. Finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr wichtig auch, dass wir darüber nachdenken und an dieser Stelle weiter forschen, auch gerade im Sinne der Nachhaltigkeit. Überhaupt der Gedanke, der jetzt hier reinkam, was passiert eigentlich nach 50 Jahren? Was ist die Lifecycle-Time eines Gebäudes irgendwie? Ist ja bei verschiedenen Gebäudetypologien etwas unterschiedlich. Aber wenn wir mal über die 50 Jahre nachdenken, was passiert nach 50 Jahren? Und ich habe das Gefühl, dass gerade gesellschaftlich von den Menschen, die jetzt Bauherren sind, aber auch die selber bauen, dass das gar keine Rolle spielt. Also was passiert nach den 50 Jahren? Wie kriegen wir ein Wärmedämmverbundsystem wieder von der Fassade runter und was machen wir denn damit dann? Also wir haben da momentan überhaupt keine Lösung und bauen freiweg weiter Bauweisen, wo uns klar ist, wir wissen eigentlich gar nicht, wohin damit und bauen das in Dimensionen auch, wo ich sage, okay, wo sollen denn überhaupt die Dimensionen nachher landen, ne? Die wir jetzt gerade an Polystyrol, ich will mal sagen, mit, wir nennen es immer Eierschale, also dem Putz drauf, der nur dünn sein kann, wo soll denn das alles hin? Ne? Also wollen wir das alles verbrennen? Und sich diese Fragen auch zu stellen und einfach da zu forschen und zu sagen, okay, wir müssen eigentlich Bauweisen entwickeln, die wir alle sauber, eigentlich die sehr elementiert sind, die wir alle sauber wieder voneinander runterkriegen, finde ich absolut zeitgemäß und auch wichtig. Und an der Stelle bin ich auch beim Herrn Günther zu dem Thema, okay, EG, ehemals ENEF versus CO2-Pass, ist ein absolut entscheidendes Thema, weil wir sind genau an der Stelle, macht es quasi Sinn, ein Passivhaus oder ein Null-Energiehaus mit Holzbau zu bauen. Technisch will ich mal sagen, überhaupt kein Problem. Selbst wenn die Wärmedämmung, die wir vielleicht davor bringen müssen, dann erheblich wird, wenn sie quasi auch ökologisch sein soll. Aber macht es, wenn ich wirklich überlege, was kostet es jetzt an Ressourcen, das alles herzustellen und wie sieht dann quasi die Entsorgung aus? Macht es Sinn, es wirklich davor zu bringen? Oder gibt es nicht, erreichen wir nicht irgendwo eine Wandaufbaudicke, die an der Stelle irgendwo ein gewisses Optimum darstellt? Ne? Wo ich so denke, in einem MHM, bis zu ENEF 2016 waren wir bei 34 cm MHM-Wand, konnten wir quasi entsprechend der ENEF 2014 herstellen. War eine massive Holzwand, mit der konnte ich alles machen. Ich musste keine Wärmedämmung draufbringen. Es war alles sehr, sehr gut auch wieder rückbaubar an der Stelle. Ist das nicht quasi eigentlich, wenn ich den CO2-Pass nehme, eine relativ sinnvolle Variante? Ja, also diesen Fragen finde ich, die sind absolut zeitgemäß und wir haben die täglich auf dem Tisch. Ich wollte noch dazu, zu dem Thema touristisches Bauen als Motor, also wie wichtig ist es, dass es quasi Holzbauten gibt, die erlebbar sind, will ich mal sagen, also die auch für jetzt nicht Mitglieder von irgendwem ich will mal sagen, erreichbar sind, wie zum Beispiel Hotels. Und wir haben durch das Familienhotel immer die Möglichkeit, potenziellen Bauherren zu sagen, okay, die jetzt so hadern, weil, wie gesagt, ein Holzbau momentan teurer ist als eine konventionelle Bauweise, zu sagen, okay, dann geht doch mal ins Familienhotel und übernachtet vielleicht auch mal im Familienhotel und bekommt mal ein Gefühl, wie sich ein Holzbau anfühlt. Weil ein wichtiger Punkt, den haben wir hier noch gar nicht betrachtet, das ist eigentlich, wie wirkt eigentlich ein Holz auf den Organismus? Ne? Also wie ist eigentlich das Gefühl und wie ist vielleicht der Effekt auf eine Gesundung im Baustoff auf den menschlichen Organismus? Ne? Also die Österreicher haben ja an der Stelle viel geforscht, ne? Dass quasi Holz beruhigend auf den Organismus wirkt. Und das haben wir hier gar nicht betrachtet, dass vielleicht die Holzbauweise einfach für den menschlichen Körper auch einfach der gesündere Baustoff ist. Dankeschön. Vielen Dank. Herr Ludloff, Frau Rüdiger, Sie hatten schon so Kommentare
Oder habe ich das jetzt falsch gedeutet? Ich könnte schon was sagen, aber Frau Rüdiger, schießen Sie los. Ja, das sind natürlich weiterführende Gedanken, die ich auch im Vorfeld schon mitunter mir gemacht habe, in Vorbereitung auf diese Veranstaltung heute, gerade wenn es um die gesamtgesellschaftliche Betrachtungsweise geht. Ja, Umweltbewusstsein ist gänzlich teuer, ja. Wer umweltbewusst leben will, der muss heutzutage in verschiedenen Lebensbereichen sehr tief in die Tasche greifen. Und auch die ganzheitliche Betrachtung, diese Lebenszyklusbetrachtung der Bauten spielt momentan eben keine Rolle, weil man immer nur in einem bestimmten Zeitfenster denkt und plant. Und das fällt uns eben auch, wie mein Kollege Tobias Wolfram schon angemerkt hat, bei der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf die Füße, weil eben nur ein bestimmter Zeitraum hier betrachtet wird, also sagen wir mal so, die Gestehungskosten eben, ne? Und die sogenannte graue Energie im Vorfeld und beziehungsweise auch dann beim Rückbau selten Beachtung findet. Und das macht es uns natürlich besonders schwierig, solche Projekte auch umzusetzen, ne? Vielen Dank, Frau Rüdiger. Vielleicht muss man ja die provokante Gegenfrage stellen und eigentlich sagen, Sie haben es gerade das umweltbewusste Leben, würde ich es jetzt mal sogar ganz global formulieren, ist nicht das nicht umweltbewusste Leben eigentlich viel zu billig? Aus vielleicht verschiedenen zu diskutierenden Gründen. Also ist nicht eigentlich die Gegenthese auch eine, über die wir diskutieren müssten? Herr Hans Drechsler hat sich gemeldet. Genau, also ich glaube, es ist eben genau, das wurde jetzt in verschiedenen Vorträgen und von verschiedenen VorrednerInnen ja auch schon gesagt. Also im Grunde genommen ist es auch nicht richtig. Also es ist genauso teuer. Es ist einfach so, dass die Kosten werden externalisiert. Also es ist so, irgendwann und irgendwo entstehen diese Kosten für eine nicht nachhaltige Bauweise oder Lebensweise. Nur die fallen einem eben nicht in dem Moment auf die Füße, wo ich eben jetzt die Stahlbetondecke beauftrage oder wo ich im Supermarkt irgendein nicht nachhaltiges Produkt kaufe. Und das ist das eigentliche Problem, dass dieser Gap zwischen dem, was wir eben jetzt verursachen, die externen Kosten, und dem, was wirklich bezahlt wird, der ist enorm. Und das ist eine politische Aufgabe. Wir können jetzt hoffen, dass das jetzt in der nächsten Legislatur ein bisschen besser wird. Ein Beispiel, was ich ganz interessant finde, wir haben ja jetzt das auch gerade von jetzt hier aus Weimar gehört, Thema Förderung, wenn man jetzt eben schaut, was macht die KfW, dann wird eben dieses Thema Energie noch sehr, sehr groß hochgehängt und das Thema ganzheitliche Betrachtung, graue Energie, kommt auch in der neuen Förderkulisse, die es jetzt nächstes Jahr geben wird, wirklich als eine kleine Fußnote über dieses Hintertürchen Zertifizierungssystem, wo ich dann aber dabei bin, dass ich dann alle Bauvorhaben in eine Zertifizierung rein nötige, wo dann eben, das kennt man ja, den Aufwand, wir haben das auch im Büro selber schon mehrfach gemacht für Projekte, wo dann auch ganz viele Fragen diskutiert werden und die Planung wieder überfrachtet wird mit ganz, ganz vielen Themen. Und was im Grunde genommen fehlt, ist eine einfache, handhabbare Förderung für eben diese ganzheitliche Betrachtung. Ich glaube, dass wir in Deutschland auch einfach von dieser ganzen Historie her die am schnellsten zum Erfolg kommen über so eine Incentivierung. Also so wie das beim Thema Energie sehr gut geklappt hat, die Leute kriegen dann so eine kleine Karotte und dann laufen sie der auch hinterher. Und das funktioniert normalerweise auch besser als der Stock. Genau, in Deutschland heißt es, glaube ich, Zuckerbrot und Peitsche. Genau. Und ich glaube, das wäre aber eben auch was man eben an jeder Stelle immer wieder
hervorheben muss, wenn wir jetzt über eine Novellierung der KfW-Förderung, die hat eine Lenkungswirkung. Wir haben kein einziges Bauvorhaben im Wohnungsbau, wo nicht über das Thema KfW gesprochen wird. Und 80-90% unserer Vorhaben im Wohnungsbau landen in irgendeiner KfW-Förderung. Das hat eine enorme Lenkungswirkung. Und das ist ganz, ganz ein ganz entscheidendes Thema. Und da fehlt, glaube ich, einfach jetzt im Moment noch der Abgleich und der politische Wille. Ja, vielen Dank. Auch dann möchte ich möchte das vollumfänglich unterstützen. Danke sehr. Finde ich ganz wichtig, weil das, wie wir, da muss ich doch nur, wir orientieren uns immer so ein bisschen an der Kostenmiete. Und dann sagt dann der Bauherr ja, also ich kann aber sozusagen in diesem Gebiet nicht mehr sozusagen Miete erzielen und so weiter. Aber wie weit der Markt da auseinander ist, sieht man doch, wenn man jetzt mal diesen Eigentumswohnungsmarkt anschaut, was da sozusagen bezahlt wird für ein Stück Wohnung, sagen pro Quadratmeter. Da sind wir ja so bei 5.000 bis 10.000 Euro mittlerweile. Und gleichzeitig wollen wir aber sozusagen dann für, weiß ich nicht, 6,50 Euro Wohnungen vermieten, was ich auch richtig finde, und wollen die aber sozusagen noch bauen zu Preisen, die das sozusagen abspiegeln. Ja? Das ist einfach auch ein Witz, der nicht geht. Ich meine, wir sind ja ständig in dieser Bredouille und die Wohnungsbaugesellschaften auch. Ich glaube, das ist einfach zu kurz gegriffen. Es ist leider so, dass Bauen kostet Geld und bisher wird einfach das, was da sozusagen an Rucksack dran hängt, nicht eingepreist. Trotzdem glaube ich, weil wir natürlich auch, also gerade hier sind ja Lehrende und Bauende versammelt, dass wir hier zweigleisig fahren. Deswegen habe ich das mit diesen, wir machen gerade einen Bau mit Holzbalkendecken, weil wir aufgrund dieser Lieferengpässe und auch der Kosten sozusagen des Brettsperrholzes gesagt haben, warum versuchen wir nicht mal wieder Holzbalkendecke? Und auch eine Holzbalkendecke, das weiß natürlich jeder, das funktioniert auch mit dem Schallschutz und so weiter. Also ich glaube, da ist auch das Terrain im Holzbau ist wesentlich größer als das, was jetzt beackert wird. Und das, denke ich, sollten wir uns auch offen halten. Ich denke, wir müssen natürlich, wir können es nicht umgehen und sagen, naja, liebe Wohnungsbaugesellschaften, da müsst ihr halt irgendwie mehr Miete nehmen. Das ist nicht das Thema. Wir machen das auch gerade in Wohnungsbau in Köln, wo genau diese sagen wir mal, Schraubzwingen angesetzt wurden. Aber wir schaffen es trotzdem, das auch, sagen wir mal, in einer Konstruktion, die dann so angepasst ist auf eine relativ lokale handwerkliche Produktion, günstig zu bauen. Ich finde, das Thema Bauen mit Holz ist teuer, zu kurz gegriffen. Ich glaube, das in unserer Erfahrung ist das nicht so. Es ist geringfügig teurer. Man muss sich aber genau angucken, was an dem Holzbau jetzt teuer ist. Dass der Holzbau generell teuer ist, würde ich nicht sagen. Das ist nicht unsere Erfahrung. Man muss sich dann aber sozusagen konstruktiv auch darauf einstellen. Das heißt natürlich all die Themen, die wir kennen, Vorfertigung und so weiter. Auch gerade wenn wir ins Bauen im Bestand gehen, um sozusagen Sanierung, ist Holzbau eine wahnsinnig tolle Lösung. Wir stocken gerade Wohnungen auf im großen Stil in Köln. Das können Sie nur mit Holzbau, weil diese 50er Jahre Wohnsiedlung überhaupt nicht tragfähig genug wäre dort aufzustocken, wenn sie nicht das relativ leichte Material Holz nehmen würde. Also ich glaube, wir sollten mehr diese wirklichen Qualitäten nochmal herausholen. Am Ende, wenn ich mir die Baustelle anschaue, dann ist eine Holzbaustelle auch wunderbar, auch von den sozusagen Staubemissionen, wenn sie in der Stadt bauen, von den Vorfertigungsgrad, auch von den sagen wir sozial abgesicherten Mitarbeitern auf der Baustelle. Den Eisenbieger, den Sie da als Subunternehmer auf Ihrer Baustelle haben, da weiß keiner, was für eine sozusagen soziale Absicherung der hat. Beim Holzbauern ist das schon ein bisschen anders. Das heißt, das ist auch so ein bisschen sozialverträgliche. Was sind das für Arbeitsverhältnisse, die eigentlich hinter diesen Baustellen stecken? Ich denke, das darf man einfach auch nicht vergessen. Danke sehr. Klaus Günther. Muss noch sein Mikro einschalten. Kriege ich auch eine Stimme, danke. Und ganz wichtig, wenn wir von der Baustelle sprechen,
mit dem ordentlichen Holzbau gibt es natürlich auch ein ordentliches Richtfest. Das darf man auch nicht als soziale Komponente, darf man es nicht vergessen. Nur die Maurer machen nicht so ein ordentliches Richtfest. Nee, also ich glaube, das Holzbau muss man, gebe ich recht, Herrn Ludloff, durch das einfache Bauen und auch durch die Wertschöpfungskette, die lokal zu behalten, da müssen wir beim Holzbau wirklich auch nochmal drauf achten. Also wir haben Forschungsvorhaben gerade eben eingereicht, wo es wirklich darum geht, mit dem Ettlinger Forst, mit der Stadt Ettlingen zu untersuchen, wie können wir lokales Holz verarbeiten, und haben festgestellt, natürlich, der Wald verändert sich, es wird Laubholz sein. Können wir überhaupt den Laubholz bauen, ohne Pollmeier zu machen, also ohne zu verarbeiten, und werden jetzt, also wenn das alles klappt, nächstes Jahr werden wir praktisch mit dem Statiker zusammen die Statik daraus auch sagen wir ein bisschen verändern und wirklich mit Buchen versuchen zu arbeiten, um wirklich lokales Holz zu verwenden. Weil bei vielen Bauvorhaben scheitert es dann wirklich am Ausschreiben. Wir haben ein Bauvorhaben im Sächsischen Forst, die wirklich, wo wir Schwierigkeiten haben, das auszuschreiben, wirklich eigenes Holz zu verwenden. Das ist, glaube ich, also einfaches Bauen mit einfachen Mitteln. Und das bauen wie vor 20, 30 Jahren. Das ist, glaube ich, das ist wirklich ein Punkt, wo wir auch dem Holzbau wieder ein bisschen Sichtbarkeit geben müssen. Aber sind, glaube ich, auch die Punkte, wie, dass man wirklich die Sachen einpreist, die ganzheitliche Betrachtung. Und das ist, glaube ich, das ist schon die Politik. Also müssen wir dafür kämpfen, dass das so passiert, dass nicht das GEG, sondern dass wirklich eine CO2-Verpreisung reinkommt. Und das vielleicht auch nochmal eine Frage an die Wohnungsbaugesellschaften, weil wir da eben Diskussionen schon immer Schwierigkeiten haben. Weil ich denke, sie müssen ja wenn sie die Wohnungen im Bestand halten, müssen sie die Wohnungen ja auch zurückbauen. Und diesen Rückbau haben sie ja sozusagen wirklich in ihrer Lebenszyklus wirklich mit drin. Wir haben eine Wolfsburger Wohnungsbaugesellschaft, die haben wirklich große Schwierigkeiten mit Asbest gehabt beim Rückbau. Und kann sich das jetzt bei einem Bestandshalter nicht jetzt schon ohne Förderung schon zeigen, dass sich das lohnt, dass man so sagt, die Mehrkosten, die man jetzt vielleicht für eine nachhaltige Bauweise, die man vielleicht hat, dass die im gesamten Budget dann irgendwie einpreisen lassen? Wäre eine Frage von mir, weil wir immer in der Diskussion sind mit den Wohnungsbaugesellschaften. Und natürlich wird jetzt halt der anfänglich 300, 400er Kosten werden gesehen. Und dann wird es ein Hybrid mit mehr Beton, haben wir mehr graue Energie, aber haben dann auch mehr größere Rückbaukosten. Ja, Herr Günther, das würde ich sagen, das war jetzt eine Gedankenübertragung zwischen uns beiden. Ich schaue schon die ganze Zeit ich habe immer die Frage eigentlich an Frau Carsten Rödiger, die ja mit ihrer Gesellschaft in Ilmenau an einem begleitenden Forschungsprojekt ja eigentlich zur Überprüfung der Lebenszykluskostenanalyse auch beteiligt ist. Und ich wollte fragen, ob Sie uns davon berichten können und das etwas näher beschreiben können, vielleicht was ihr da macht, mit wem zusammen und vielleicht auch, wo ihr jetzt schon seid in eurer Arbeit? Ja, wir sind ein Modellvorhaben in dieser Lebenszyklusbetrachtung der Fachhochschule Erfurt, Dezernat Gebäude und Energietechnik, meine ich, heißt es, unter der Leitung von Professor Steinbach. Und diese Studie ist noch nicht abgeschlossen. Die Ergebnisse erwarten wir Ende des Jahres. Und also es gibt sicher Zwischenergebnisse, die ja natürlich in unsere Planungsphase mit einfließen. Aber ich kann dazu nicht keine tiefgreifenden Informationen geben. Das tut mir jetzt leid an dieser Stelle. Wir wissen ja auch, dass Ilmenau hier aktiv ist, nicht nur als jetzt Ihre Wohnungs- und Gebäudegesellschaft, sondern auch gibt es ja
Ilmenau befindet sich ja, wie Sie vorhin schon gesagt haben, praktisch im Thüringer Wald. Sie haben also die Ressource holznah, Sie haben aber auch die TU Ilmenau, also auch das forschende Know-how im Maschinenbau da. Es gibt auch das verarbeitende, sage ich mal, Gewerbe ist vor Ort aktiv. Habt ihr in dem Projekt, was ihr hier mit der FH Erfurt zusammen bearbeitet, gibt es diese Aspekte auch der lokalen Wertschöpfung? Ja, auf alle Fälle. Dort mit vorgesehen, ja. Ja. Also wir suchen förmlich danach und sind aber bis jetzt noch nicht erfolgreich gewesen. Das ist also wirklich ein Punkt, der hier in der Region noch unterentwickelt ist, ja, was die Bearbeitung, die Holzbearbeitung anbelangt und auch ja, dann letzten Endes für solche Bauprojekte auch Erfahrung natürlich braucht. Ne? Hm. Ja, vielen Dank. Frau Rödiger, wenn ich kurz bevor ich das Wort an Herrn Wolfram nochmal weitergebe, der sich auch gerade gemeldet hat, und dann Hans Drexler, das ist jetzt die Reihenfolge sozusagen für die Zukunft, möchte ich gerne nochmal auf Ihre Erfahrungen zurückgreifen, die Sie ja jetzt aus dem Planungsprozess schon haben. Und Sie haben vorhin angedeutet, dass es in der Holzbaurichtlinie, wo ich jetzt selber ein bisschen ins Schwimmen komme, weil ich die Details nicht genau kenne, dass es dort etwas gibt, was noch nicht so ganz passt. Könnten Sie das vielleicht noch mal kurz einordnen? Ja, da geht es hauptsächlich um den Brandschutz, ja, die Gebäudeklassen und den Brandschutz und dass also diese beispielsweise das Abbrandverhalten des Massivholzes dort eine Bewertung erfährt, die einen in planerische Zwänge bringt. Ja. Und das wäre dann in anderen Holzbaukonstruktionen, wird es dort anders bewertet? Nein, also das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Also ich habe ja jetzt nur diese Erfahrung von diesem Massivholzbau, aber im Gegensatz zur konventionellen Bauweise. Okay, vielen Dank. Dann übergebe ich jetzt gerne nochmal, wenn er möchte, das Wort an Herrn Wolfram und im Anschluss an Herrn Drexler. Ja, war jetzt auch die Frage von Herrn Günther. Ich stimme Ihnen absolut zu, dass wir zu einer anderen Betrachtungsweise kommen müssen, was CO2 angeht. Ich glaube, das wird auch kommen, weil wir sehen ja jetzt der Umbruch, in dem wir schon begriffen sind. Und ich glaube, gesellschaftlich ist es angekommen, unabhängig von Beschlüssen, die ja auch gefasst wurden. In Jena gibt es einen Beschluss des Stadtrates 2035 klimaneutral, in Klammern, wenn genug Fördermittel zur Verfügung stehen, sage ich jetzt mal dazu, aber es werden ambitionierte Ziele gesetzt. 2045 ist klar vorgegeben. Insofern, das ist in unserem Denken angekommen. Und die Frage ist jetzt, wie setzen wir das um? Und ich glaube schon, dass es da auch eine weitergehende Betrachtung braucht, um ja, diese Dinge auch mit zu verpreisen. Das sehen wir jetzt bei der Wärmeenergie, kommt das, beim Strom kommt es. Also diese Dinge kommen drauf und es wird auch beim Bauen ankommen müssen in dieser Form. Sonst wird es auch kein Umdenken geben. Und da bin ich bei Ihnen. Die Folgekosten und alles, was dranhängt, die sind beim Holz sicherlich geringer als bei anderen Bauweisen. Also insofern, das unterschreibe ich. Aber wir sind in diesen Zwängen, das haben Sie auch beschrieben, in denen wir uns bewegen. Und ich glaube, es vergeht fast kein Tag, wo in der Presse nicht das Wort Mietendeckel und alle möglichen Dinge benannt werden, die sicherlich ja auch gesellschaftliche Probleme adressieren. Da sind wir als kommunale Gesellschaft vielleicht nicht die richtigen Ansprechpartner, aber wir sind in diesem Teil der Diskussion mit dabei. Gott sei Dank ist es so, dass der Neubau, auch was die Regulierung angeht, davon im Moment noch ausgenommen ist. Und insofern gibt es da sicherlich auch im Neubau mehr Spielräume. Sie haben jetzt den Bestand angesprochen, da setzen wir uns natürlich sehr intensiv damit auseinander. Also wir haben drei Viertel unseres Bestandes ist Systembauweise in Stahlbeton, also auch modular, aber ohne Holz. Und wir betrachten den natürlich auch sehr langfristig. Üblicherweise in den Abschreibungsszenarien ist da immer eine Lebensdauer von 50 Jahren angesetzt und dann ist es eigentlich abgeschrieben. Eigentlich kann man es dann abreißen, dann ist es aus den Büchern raus wirtschaftlich.
tut man natürlich nicht, weil der Rohbau hat einen Restwert. Und das sehen wir sehr deutlich bei den Häusern. Die Häuser, die wir jetzt anfassen, die sind Ende der 70er, Anfang der 80er gebaut, also die wir sehr grundhaft auch anfassen. Die sind also 40 Jahre alt. Und die Frage auch meines Gesellschafters, naja, wie lange steht denn jetzt so ein BBS 70 Hochhaus? Da sage ich also von der Konstruktion, wenn das Dach dicht ist und Feuchtigkeit kein Thema ist, steht es auch 100, 150 oder 200 Jahre. Was soll passieren? Wenn der Stahl nicht rostet und wir haben Stahlbetonbauten, die sind sehr, sehr alt, die kommen praktisch fast aus der Antike. Also da spricht nichts dagegen, dass die sehr lange stehen bleiben und die graue Energie genutzt wird. Insofern Abriss, das ist in den 90er Jahren ein Thema gewesen, im Rückbau wegen der hohen Leerstände. Das sehe ich jetzt in Jena für die Zukunft nicht. Und wenn wir ein solches Gebäude abreißen, dann ist das wirklich, sind es wenige Einzelfälle. Also wir reden darüber, dass wir diese Bauten fortschreiben, mit allen Schwierigkeiten, die das hat. Wir gehen da auch sehr technologisch an diese Themen ran, aber das wäre jetzt ein eigenes Themenfeld. Aber die graue Energie, mit der gehen wir, glaube ich, sehr sorgsam um. Und sagen wir mal, die Grundrisse, die wir da aus den 80er Jahren in einer sehr ausoptimierten Art und Weise haben, die sind durchaus zeitgemäß. Eine Dreiraumwohnung mit 70 Quadratmeter, die versuchen wir auch im Neubau zu realisieren. Lieber kleine Zimmer und mehr und all diese Themen. Also da sind wir nicht so weit weg. Das ist, glaube ich, schon ein sehr nachhaltiges Bauen an dieser Stelle. Und die graue Energie ist einmal drin. Die halten wir. Und jetzt geht es sicherlich darum, wie geht es vielleicht an der Außenhaut weiter? Wie geht es mit energetischem Konzept weiter? Aber da sind wir natürlich nicht so primär in der Holzkonstruktion. Also insofern, da sehe ich schon eher den Neubau, den wir da adressieren mit dem Thema Holzbau, und da sollten wir ihn auch adressieren. Vielen Dank, Herr Wolfram, Herr Drexler. Wir hören Sie noch nicht. Leider immer noch nicht. Hört man mich? Jetzt, wunderbar. Ja, Entschuldigung. Genau, also eine Sache wäre mir noch ein Anliegen, weil ja auch die Überschrift dieses Workshops mit modularer Holzbau schon sehr deutlich in eine Richtung zeigte, die auch von der Frau Rödiger ja im Hinblick auf die Vorteile für die Wohnungswirtschaft angesprochen wurde. Wir haben jetzt in den anderen, in den Fachvorträgen verschiedenen Stellen das Thema Verfügbarkeit und insbesondere eben auch die Verfügbarkeit am Standort oder in diesem Fall in Thüringen ja diskutiert. Und ich glaube, da muss man eben das, was auch Frau Rüdiger ja angesprochen hat, ganz klar nochmal herausarbeiten. Also im Moment ist es einfach keine regionale Bauweise, weil da keine leistungsfähigen AnbieterInnen auf dem Markt sind. Und wir haben mal mit Erne in der Schweiz gebaut, das ist ja so einer der größten Modulhersteller. Die haben mir jetzt gesagt, genauso wie ich das von Kaufmann gehört habe, dass die auf die nächsten 2 Jahre hin ausgebucht sind. Also die nehmen nichts mehr an, die machen keine Angebote, gar nichts mehr. Jetzt kommen natürlich noch neue Kapazitäten hinzu in den nächsten Jahren, aber diese Fixierung auf den modularen Holzbau, den ich so ein bisschen wahrnehme, auch in so einem Titel von so einer Veranstaltung, die finde ich nicht an jedem Standort und für jede Bauaufgabe richtig. Wir sehen den Holzbau, wie das ja auch an verschiedenen Stellen jetzt in anderen Vorträgen gezeigt wurde, also tatsächlich als vielseitiger. Und ich glaube, dass es auch sehr wichtig sein wird, eben genau dieses Thema regionale Wertschöpfung, regionale Ressourcen und auch die Stärkung der regionalen Wirtschaft, also der ganzen Wertschöpfungskette. Forst ist sowieso stark in Thüringen, aber dann eben auch alles, was hinten dran liegt. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man angehen muss und wo man dann natürlich auch in dieses Thema Kosten dann reinkommt, weil wir sind in der Marktwirtschaft. Und die hohen Kosten haben natürlich auch mit dem sehr schmalen Angebot zu tun. Vielen Dank, Herr Dreck, für diese Einschätzung. Ich denke, das teilen wir alle. Eine Wortmeldung von Jörg Weber und Dirk Hedecke. Ja, ich wollte nochmal bei Herrn Wolfram nochmal ansetzen, bei dem Thema
Sanierung, weil da kommt mir eigentlich ein ganz spannendes Thema, wenn man jetzt wirklich auch alte Holzbauten saniert und mal in alte Dachstühle reinschaut, dann findet man da sehr oft offensichtlich, ich will mal sagen, wieder genutztes Holz. Ne? Das sieht man schön an diesen alten Holzverbindungen, die da nicht dazu passen. Also sprich, der Wertstoff Holz früher einfach war viel größer. Es war viel, viel aufwendiger, sagen wir mal, in neuen Sparren herzustellen, als die Arbeitsleistung, jetzt einen bestehenden Sparren abzubauen, jetzt an das neue Bauvorhaben anzupassen. Ne? Und da will ich eigentlich genau darauf hinaus, dass wir momentan, um jetzt quasi in Holzbau wirtschaftlich zu machen oder wirtschaftlich zu halten, gehen wir natürlich in eine extreme Technisierung. Also wir tauschen quasi Arbeitsleistung durch eine billigere Maschinenleistung aus, wenn man es mal so ganz genau nimmt, und versuchen noch zu typisieren, dass das alles wirtschaftlich wird. Ne? Wenn ich jetzt den größeren Rahmen aufspanne und sage, wir wollen ja eigentlich perspektivisch auf längere Sicht in den Kreislauf, dann ist natürlich mal ganz jetzt irgendwie mal ganz unpraktisch gesprochen, aber realistisch, dann ist natürlich die Ressource menschliche Arbeit das Einzige, was uns niemals ausgehen wird, solange es Menschen auf dem Planeten gibt. Ne? Und die menschliche Arbeit ist gerade so teuer, dass sich zum Beispiel Sanierung eigentlich nicht lohnt. Ne? Also ich denke da immer an das Thema alter Dachziegel auf dem Dach. Man muss das Dach aus Dämmungsgründen eigentlich abdecken. Der Ziegel würde noch taugen. Ne? Jetzt den Ziegel runterzunehmen, zu reinigen und wieder draufzudecken, ist teurer, als den Ziegel wegzuschmeißen und in neuen Ziegel draufzudecken. Da denkt man sich, es ist doch eigentlich irre. Ne? Also das können wir doch nicht guten Gewissens tun. Aber das zeigt eigentlich, wo wir stehen. Ne? Also die menschliche Arbeit ist im Verhältnis zur Ressource, die wir verbrauchen, zu teuer. Vielen Dank. Das ist, also Sie schließen damit eine Frage an, die mir schon die ganze Zeit auf der Zunge liegt. Und ich will sie nur mal in die Runde geben. Da kann sich auch jeder sozusagen im Stillen vielleicht seine Gedanken machen, nämlich welche Beiträge kann eigentlich, können die verschiedenen Aktiven am Bau und der Wohnungswirtschaft Beteiligten, also die Planerinnen und Planer, die Wohnungswirtschaft selbst, aber auch nutzende Mieterinnen und Mieter und so weiter eigentlich jeweils individuell leisten. Und ich meine das gar nicht so sehr im Sinne eines Aktivismus, also dass wir jetzt alle irgendwie auf die Straße gehen müssen und demonstrieren, sondern eigentlich im täglichen Tun und das auch verbunden nochmal mit der Frage, ist eigentlich nicht unser ressourcenverbrauchendes Wirtschaft und Leben eigentlich ja, zu preiswert, zu billig im Vergleich zu Praktiken des Wiederverwendens, des Reinigens und so weiter und so fort. Es hat sich jemand aus dem Publikum gemeldet, Herr Daxel. Ich habe einen Verdacht, worauf es hinausläuft, weil er mir das im Chat schon geschrieben hat, aber ich möchte ihm gerne das Wort übergeben. Herr Daxel. Ja, vielen Dank. Sie hören mich hoffentlich. Mhm. Erstmal vielen Dank für die Vortragenden. Ich bin selber Architekt in Erfurt und beschäftige mich seit vielen Jahren mit Strohballenbau. Das heißt, es ist ja auch eine Holzbauweise am Ende, also die nicht lasttragende Strohballenbauweise, um genau zu sein. Und wir haben hier, was die regionale Wertschöpfungskette anbelangt, in Thüringen eigentlich ideale Voraussetzungen, was die Rohstoffe anbelangt. Die drei Hauptkomponenten sind eben nun mal das Holz, Stroh in Form von Kleinballen und der Lehm in Form von Putzen, die wir praktisch da verwenden. Wir haben jetzt sozusagen aus den Erfahrungen, ist ja angesprochen worden, ist alles sehr arbeitsintensiv, eine Genossenschaft gegründet und beginnen jetzt bei Arnstadt, wir haben schon zwei Häuser gemacht, eine Vorfertigung von Wandmodulen, bestehend eben aus diesen Bohlenständern, die sind mit Kleinballen gefüllt und werden vor Ort im Werk schon mit einer ersten Schicht Kalkputz bzw. Lehmputz versehen auf die Baustelle gebracht und dort zu Gebäuden komplementiert. Also wir haben bis jetzt zweigeschossig maximal bauen können für den privaten, interessierten, ökologischen Bauherrn, muss man sagen. Ich möchte das nochmal in die Runde geben. Also wir haben hier in Thüringen eigentlich gute Voraussetzungen. Es fehlt, deswegen war auch meine Frage hier an Segern. Wir haben es bisher erst bei einem Werk oder bei einem Bauvorhaben hinbekommen, in
Sägewerk hier in Tannroda zu gewinnen, was uns die erforderlichen Bohlenständerquerschnitte von 6 auf 34, 8 auf 34 sägt und trocknet. Das Stroh kommt hier aus dem Thüringer Becken, eine der größten Anbauflächen zusammenhängend, wird aber leider hier in Thüringen nicht zu den Kleinballen verarbeitet. Also ich möchte das jetzt eigentlich auch verbinden mit einem Appell oder auch mit einer Bitte an die Kollegen, hier auf die örtliche Wirtschaft einzuwirken, die Nachfrage zu generieren, damit das dann auch hier produziert werden kann. Man muss nicht alles kopieren, was im Holzbau gemacht worden ist. Ich denke, diese Bauweise, die wir eben mit der Ackergold-Genossenschaft hier machen, wäre vielleicht auch ein Baustein, wo zumindest die regionalen Produkte und die regionalen Akteure zum Zug kommen. Kleines Statement von mir, vielen Dank in die Runde und ja, viele Grüße aus Erfurt. Vielen Dank, Herr Daxel. Von der Ackergold-Genossenschaft, in dem Falle offenbar keine Agrargenossenschaft, sondern eine Genossenschaft, die sich Baustoff widmet, eben diesem ja, fast Produkt, Wandprodukt, kann man sagen. Im Chat hat mich auch noch erreicht der Hinweis auf die Initiative Holz von hier.eu, verbunden mit der Frage, welche Sägewerke hier aus der Region dort vielleicht beteiligt sind. Kann jeder ja mal individuell recherchieren. Vielleicht hat ja dieses Netzwerk auch das Potenzial, die Augen ein wenig zu öffnen und so ein bisschen zu verbinden, weil das die Netzwerkfrage und die Verbündetfrage und die Frage des Know-hows scheint mir hier eine ganz elementare zu sein, die jetzt hier in vielen Kommentaren schon aufgetaucht ist. Ich würde jetzt gerne an der Stelle nochmal das Wort übergeben an Stefan Jung. Ist er noch da? Ja, natürlich bin ich noch da. Die Regie hat mich auf Handy schon kurz ausgeschaltet. Vielen Dank, Jessica. Vielleicht nur fix noch ein Kommentar zu dem Punkt, den du jetzt am Ende angesprochen hast und beziehungsweise auch der Herr, der Name ist mir jetzt entfallen, Steffel, kann das sein? Kommt kein Kommentar. Herr Daxel von eben. Herr Daxel, genau, der Vorredner, dein Vorredner. Das ist ein wichtiger Punkt, ja. Also die Produktionsverhältnisse haben sich verändert im Laufe des 20. Jahrhunderts. Die holzverarbeitende Industrie hat sich auch globalisiert. Es gibt eine ganze Reihe von Akteuren, die in einem wirklich im globalen Maßstab aktiv sind und die auch die komplette Verarbeitungskapazität natürlich haben. Gleichzeitig ist das, was man, sag ich mal, noch kennt aus der Jugendzeit, kleinere und mittlere Sägewerke, die sind natürlich in eine Situation eingetreten, in der sie sich mit einem Markt auseinandersetzen müssen, der nicht einfach ist. Viele dieser kleinen und mittleren Unternehmen haben sich dann spezialisiert. Das ist das Phänomen, das entstanden ist. Ganz oft haben sie die Weiterverarbeitungskapazitäten nicht, also was dann die Trocknung angeht. Das hört man ganz oft. Woher weiß ich das? Die Stiftung Baukultur hat in dem Projekt, das sie seit dem letzten Jahr durchführt, wo es um den modernen Holzbau geht, in dem Projekt Woodland haben wir im Sommer Interviews geführt über die ganze Wertschöpfungskette vom Forst, auch von einer alternativen Nutzung des Waldes als Agroforstsystem über die unterschiedlichsten Organisationsformen auf Forstebene, über zum Beispiel Forstbetriebsgemeinschaften mit Thüringen Forst, mit kleinen Sägewerken bis zu den Handwerkern, den Architekten und den Ingenieuren, also über die gesamte Kette. Da finden Sie mehrere Informationen auch bei uns auf der Internetseite im Projekt Woodland. Und dieses Thema, sage ich mal, der Neujustierung oder alternativer Organisationsformen und auch Wirtschaftsformen oder Formen des Agierens, das haben wir heute schon angesprochen. Hier muss man sich fragen, wie schafft man es, diesen kleinen und mittleren Sägewerken und verarbeitenden Betrieben entgegenzukommen, weil es sind ja gerade die eine lokale Wertschöpfung schon immer in ihrer DNA führen. Und die, und das muss man sagen, in der letzten Zeit auch
immer noch Preise angeboten haben, die den nicht dem, also auch eine angemessenere, sage ich mal, Preisspanne immer noch angeboten haben, weil sie halt in einem lokalen Netzwerk aktiv sind. Das nur als Feedback nochmal zu diesem Thema der verarbeitenden Industrie. Die ist in Thüringen gut vertreten auf der ganzen Ebene. Das haben uns diese Interviews auch gezeigt. Die Tischler und die Zimmerer sind ja da schon immer Vorreiter gewesen, was die Digitalisierung angeht. In den 90er Jahren, da haben ja die ersten Umbrüche auch schon stattgefunden und waren eigentlich in der Digitalisierung im Zeichnen, im Aufmaß, in digitalen Fertigungsmethoden schon aktiv, als wir Architekten noch ganz andere Themen durchdacht haben. Und da können wir auch stolz sein, was die Zimmerer und was die verarbeitenden Betriebe angeht. Das sehen wir, wenn wir, das können Sie auch auf der Seite Woodland mit der Fabrikseite sehen, wenn man da zum Beispiel die Werke eines Ingenieurs wie Jupp Trabert anschaut, dann sind das Beispiele, wo das Material Holz wirklich an seine Grenze gebracht wird, ja. Und ganz oft halt dann diese auch ganz komplexen Geometrien umgesetzt hier vor Ort. Also da gibt es schon viel Know-how. Das sollte uns nicht davon abhalten, uns nicht dazu zu entschließen, in Holz zu bauen, sondern das Know-how gibt es wirklich vor Ort und auch auf einer ganz hervorragenden Ebene, sowohl bei den Planern, wie wir jetzt gesehen haben, oder wie wir ja wissen, bei zum Beispiel Dirk Hedige und Jörg Weber, genauso wie bei den Handwerkern. Gut, das nochmal als Ergänzung. Noch ein Punkt vielleicht, wir haben vorhin angesprochen, das Thema Zertifizierung. Da ging es darum, in den letzten 10, 20 Jahren ging es um die Zertifizierung im Energiesektor. Es gibt, wenn wir jetzt nach Holland schauen zum Beispiel, schon eine Zertifizierung in Holland, die den CO2-Verbrauch schon jetzt zertifiziert, ja. Muss man also gar nicht weit wegschauen, wo das schon praktiziert wird. Gut, das waren noch mal zwei Ergänzungen. Jessica, wenn du jetzt nichts weiter hast, würde ich... Doch, ich habe noch was. Ich habe eine abschließende Frage für alle. Nichtsdestotrotz gibt es auch noch die Möglichkeit, weiterhin für unser Publikum Fragen im Chat zu stellen oder auch sich persönlich noch zu Wort zu melden. Aber vielleicht noch mal an alle unsere Mitdiskutanten, Vortragenden und so weiter. Also wirklich noch mal die Frage, vielleicht auch ein bisschen provokant, und vielleicht gibt es auch von Ihren Seiten vielleicht ein paar provokante Antworten. Die Frage ist eigentlich die, in welchem Milieu von Partnerinnen und Partnern, Bauherrschaften, der öffentlichen Rechtslage, vielleicht der Förderung, aber auch fast aktivistischen Bestrebungen oder Überzeugungen, gedeiht denn der Holzwohnungsbau, also ich jetzt vielleicht auch die beiden Themen nochmal zusammen gedacht, am besten? Gibt es hier Tipps für Thüringen? Wir haben ja so einen ganz weiten Weg irgendwie genommen, also aus der Frage der Modularität über die Frage des einfachen Bauens versus der hochtechnologisierten Fertigung, über die Frage der lokalen Wertschöpfung versus Produkte, die am Markt sind, bis hin eben zu Fragen der Nachhaltigkeit, der Kostenbetrachtung und so weiter. Vielleicht jeder nochmal aus seiner Perspektive. Was ist das für ein Milieu? Gibt es Rezepte? Gibt es Hinweise, die vielleicht für uns hier in Thüringen als mal so ein Brennglas dazu beitragen könnten, den Holzwohnungsbau hier noch weiter nach vorn zu bringen? Gerne auch sehr provokant. Wer möchte beginnen von Ihnen? Ansonsten bestimme ich jemanden. Klaus Günther. Danke. Ich glaube, wichtig ist, Anreize schaffen. Also ich gucke jetzt nach Baden-Württemberg.
Und da gibt es die Holzbauinitiative, es gibt die Pro Holz Baden-Württemberg. Die schieben viele Projekte an. Also ich habe vorhin von diesem Forschungsprojekt gesprochen, wo wir den lokalen Holzbau und versuchen, anderen anders zu planen, um die lokale Sägewerke wieder ins Spiel zu bringen. Ich glaube, viele Initiativen beruhen schon einfach noch darauf, dass man Geld, dass man Anreize schafft. Ich glaube, das ist leider so. Es ist nicht nur die Initiative der einzelnen Menschen, sondern es wird auch irgendwie, es muss ein Stück weit gefordert werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Auch touristische Projekte. Also wenn man überlegt, irgendwie bringt es jetzt, also gerade in Bayersbronn gibt es ein touristisches oder gibt es eine Baukulturinitiative. Auch die ist gefordert worden. Und die hat aber auch eine Strahlkraft nach außen gebracht. Also ich glaube, das ist fördern und fordern ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Mittel. Und natürlich ganz klar die Vernetzung. Also wenn ich sehe, was die anderen treiben, bringt mir das natürlich, bringt mich das persönlich weiter. Und auch das fordert auch vielleicht so ein bisschen den Willen an die Politik zu vergrößern, zu sagen, wir müssen hier was ändern und müssen praktisch die Einpreisung der Folgekosten einfach vergrößern und ganzheitlich zu betrachten. Attacke. Vielen Dank. Hans Drechsler. Genau, also vielleicht ergänzend dazu, das ist sehr richtig, was der Herr Günther gesagt hat. Wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn eben die BewohnerInnen auch einen stärkeren Bezug zu den Gebäuden haben. Insbesondere, wenn eben Beteiligung stattfindet, partizipative Planungsprozesse. Das geht bei uns teilweise sehr weit, dass wir natürlich auch solche Baugruppenprojekte, Kleingenossenschaften, Mietshäuser-Syndikat und dergleichen als Bauherrschaft haben. Aber es gibt auch für die Wohnungswirtschaft, glaube ich, Wege zu sagen, wir arbeiten mit Wohngruppen zusammen, die dann eben MieterInnen bei uns werden, die aber beteiligt werden. Und was da ganz dran interessant daran ist, an dieser Entwicklung, ist, dass man über diese Einbindung der MieterInnen ein Stück weit diesen Zielkonflikt auflöst, den wir ja auch vielfach besprochen haben. Es kostet mehr, es ist vielleicht, dann geht es um die Miete, aber wenn die Menschen eben auch eine langfristige Perspektive in den Gebäuden haben, wenn sie das Gefühl haben, ich erreiche da eine höhere Wohnzufriedenheit, dann ist natürlich auch vielleicht so ein Zielkonflikt ein Stück weit aufzulösen, dass man sagt, man bindet die Menschen ein, die fühlen sich dann wirklich hier mit dem Gebäude so verbunden und identifizieren sich, dass sie dann eventuell auch bereit sind, dann eben auch mehr zu bezahlen. Und das ist etwas, was ich eben auch ganz wichtig finde. Es hat dann auch wieder mit Verantwortung zu tun, dass man dann eben sagt, also Leute, wenn ihr jetzt eben so wohnen wollt, dann machen wir das zusammen und dann binden wir euch aber auch ein. Vielen Dank. Herr Wolfram hat sich gemeldet. Ja, greife ich an der Stelle gerne auf. Geht jetzt nochmal ums Statement. Also grundsätzlich denke ich, Netzwerke haben sich ja schon gegründet, auch in Thüringen. Die müssen weiter ausgebaut werden. Ich glaube, das ist schon ein Schlüssel, auch diese Bauform stärker vielleicht ins Bewusstsein noch zu bringen, der Öffentlichkeit, will ich mal sagen. Die organisierte Wohnungswirtschaft ist da ja immer ein guter Ansprechpartner, weil es da einfach große Netzwerke gibt, wo man solche Themen auch platzieren kann. Ich glaube, der Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft ist diesem Thema ja ohnehin auch sehr aufgeschlossen. Insofern kann ich auch nur dafür werben, dass da vielleicht auch nochmal ein Kontakt hergestellt wird. Und das Zweite, jetzt auch vielleicht gerade, was Herr Drechsler nochmal angesprochen hat, es gibt in Deutschland ja eine wunderbare Form, die so eine Mischform ist, gesellschaftliche Form, eine Mischform ist zwischen Eigentum und am Ende Mieter, das sind die Genossenschaften. Und da kann ich mit einem eigenen Anteil einsteigen, kann mit bestimmten Ansprüchen unterwegs sein und auch kleine Genossenschaften, da braucht man jetzt keine Bauherrengemeinschaft gründen und auf ein kommunales Wohnungsunternehmen zugehen. Das ist einfach kompliziert, auch in der Beschlusslage, sondern Genossenschaften gründen. Eine Genossenschaft mit 30, 40, 50 Leuten, die dann eben ein Bauvorhaben umsetzt, das gibt es an vielen anderen Stellen und da werden eben sozusagen die Bauherrschaft wird dann auch gleich Eigentümer und auch da
kann ich nur sagen, der Verband der Thüringer Wohnungswirtschaft ist ja auch genossenschaftlich mit der Prüfungsverband. Diese Dinge sehen wir auch. Wir sehen viele Genossenschaften, die sich neu gründen. Und ich finde das eine tolle Form, wo man sich einbringen kann und diese Dinge dann direkt adressieren kann in einer Auftragslage. Das vielleicht auch nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank, Herr Wolfram. Gibt es noch weitere? Ja, ich möchte natürlich auch gerne noch was sagen. Vielen Dank, ja, gerne. Also erstmal finde ich, also warum ist eigentlich Thüringen interessant, müsste man ja fragen. Weil man kann nämlich ganz wunderbar ganz viele Gründe finden, warum Thüringen nicht interessant ist. Gerade wenn wir, wie wir uns darum gerade bemühen, hier an der Bleilauchtalsperre ein ambitioniertes Projekt zu machen, was natürlich unheimlich einfach ist, wenn man eine ganz tolle Holzindustrie im Hintergrund hat. Und ich lehre ja in Stuttgart und wir haben da in Baden-Württemberg die Holzbauinitiative. Wir haben, das ist großartig, wir haben der Holzbauinitiative zu verdanken, dass wir zum Beispiel zwei Gastprofessoren einwerben konnten und so weiter und so fort. Bei Ihnen, was uns sehr interessiert hat, ist Woodland. Die Interviews haben wir uns auch angeschaut, weil uns gerade das Thema Wertschöpfung sehr interessiert bei diesem Projekt. Und wir machen das natürlich so, dass wir neben der Forschung an der Uni, aber auch wenn wir im Büro bauen, haben wir immer so ein Thema irgendwie. Jedes Projekt hat so ein Thema. Das geht nicht darum, nur um ein Dach über dem Kopf zu haben, sondern es geht auch darum, wie können wir da sozusagen an den Rand der baulichen Innovation gehen, die wir aber natürlich zu Marktpreisen, wie jeder andere Architekt auch, einkaufen müssen. Und dann merkt man schnell, dass gerade beim Holz oder andersrum, wir haben, wie jeder gute Koch, und die meisten Architekten behaupten ja, sie könnten kochen, das ist ganz auffällig in dieser Gemeinschaft, können wir gleich mal eine Umfrage machen, der weiß eigentlich, wo, ja, wo seine Ingredienzien herkommen, ja? Also das, was er da verarbeitet. Und es ist erstaunlich, dass die Architekten das in den letzten Jahren, Jahrzehnten erst wieder lernen mussten, wo kommen eigentlich die Produkte her, die wir hier auf der Baustelle verarbeiten. Ich muss Ihnen sagen, vor 20 Jahren, da können Sie alle Architekten fragen, denen war egal, dass der Stahl, selbstverständlich kam der aus China und dann, wenn der Stahl, die Tonnage dann irgendwie, die Tonne bei 1200 Euro lag, haben sich alle aufgeregt. Unverschämtheit, so teuer. Ja, also da ist schon Gott sei Dank viel passiert, aber wir haben natürlich auch, wenn wir uns als Europäer begreifen, diese beim Bauen ist Regionalität, was da müssen wir uns neu aufstellen. Das ist auch vergaberechtlich wahnsinnig schwierig. Das heißt, wir müssen da sozusagen, also der Markt, diese sogenannte freie Marktwirtschaft, kommt hier deutlich an ihre Grenzen. Ja. Und das ist beim Holz besonders interessant, weil natürlich Holzeinschlag, Holzverarbeitung, weil das alles, sagen wir mal, wir sind da noch so in einem relativ rohen, naturbelassenen Baustoff. Und wenn wir den eben transportieren, dann schlägt diese Bilanz sofort sozusagen. Das ist also nicht ein hoher Veredelungsprozess. Selbst das Trocknen schon, aber sozusagen relativ zu anderen, zur Stahl- oder Zementindustrie. Das heißt, der Transport ist dieser Teil der grauen Energie, der beim prozentual beim Holz viel, viel höher wirkt. Und deswegen fällt uns auf, es ist Wahnsinn, dass Holz aus, weiß ich nicht, Skandinavien oder Russland heranzuschaffen. Ne? Und ist auch nicht notwendig. Und wenn man jetzt damit umgehen will, dann merkt man aber, dass das eben gar nicht so einfach ist. Da fehlt teilweise in Thüringen bestimmte, sagen wir mal, eine Verarbeitungstiefe, die wir in anderen Bereichen schon gewohnt sind. Und das muss man jetzt als positiv deuten. Das heißt, wir haben uns auch mit Pollmeier natürlich beschäftigt und unterhalten und sind dann zu dem Ergebnis gekommen. Der Pollmeier sitzt ja auch nicht umsonst da, weil es da nämlich sehr viel Laubbaumbestand, gerade Buchen gibt. Dass es für unser Projekt keinen Sinn macht, sozusagen, sondern wir wollten eigentlich noch darunter eine Kategorie angehen. Und was wir jetzt am Ende machen, das hatte ich Ihnen ja so ein bisschen angedeutet, ist eine verblüffend einfache Konstruktion, die auch noch das Thema Schadholz sozusagen nimmt. Also wir nehmen Holz, der, sagen wir mal, also von der Tragfähigkeit geht das, aber optisch ist ja sozusagen das vom Borkenkäfer geschädigte Holz nicht mehr so schön oftmals. Das heißt, wir gehen jetzt eigentlich auf ein ganz einfaches Produkt, weil wir haben es und gehen damit um und finden es auch gar nicht schlimm, dass wir jetzt sagen, also wir werden ungefähr, es ist nicht so ganz sortenrein, aber wir werden wahrscheinlich so 80% Schadholz verarbeiten bei unserem Haus. Und
es macht überhaupt nichts. Ja, also wir müssen auch mal so über die Standards nachdenken. Natürlich haben wir andere Standards wie Schallschutz, Bandschutz, da brauchen wir nicht lange nachdenken, dem müssen wir sozusagen Rechnung tragen. Aber es gibt viele Standards, die müssen wir einfach nochmal ein bisschen runterschrauben. Und wir werden ja näher, also wenn man sich mit Holzbau beschäftigt, muss man sich mit Waldbau beschäftigen. Ich glaube, auch das steht noch aus bei uns allen. Wir lernen, glaube ich, alle noch mit Holz umzugehen. Und da schließe ich mich natürlich mit ein, sozusagen, und die Kollegen. Aber das steckt viel Potenzial drin. Wir haben natürlich das Glück, dass wir jetzt auch als Prüfingenieur Herrn Trabert sozusagen gewonnen haben für unser Projekt. Das heißt, Regionalität ist zum Beispiel beim Prüfingenieur eine Selbstverständlichkeit eigentlich. Der Prüfingenieur war immer ein Regionaler und das macht im Holzbau natürlich wahnsinnig viel Sinn. Ja, man merkt also, der internationale Markt, wenn man genau schaut, ist auch nicht überall international. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ludloff. Also das, was Sie ja gerade auch aufgedeckt haben, ist, dass Markt- und Vergaberecht einer Lokalität bisweilen im Wege steht und umgekehrt. Oder dass das zwei Kategorien sind, die nicht immer in dieselbe Richtung unbedingt deuten, die man dort in Ausgleich bringen muss. Vielen Dank. Jetzt haben wir Frau Rödiger und die Herren Weber und Hedicke. Vielleicht würde ich darf zuerst Frau Rödiger das Wort erteilen. Wir hören Sie noch nicht, Frau Rödiger. Sie müssten Ihr Mikro noch wieder selber anschalten. Ja. Jetzt. Ja. Wunderbar. Danke für den Hinweis. Ja, ich würde gerne nochmal die Wünsche an die Thüringer Landschaft sozusagen äußern wollen. Ich denke, dass Holz als Baustoff generell mehr Popularität gewinnen muss. Und dass vor allen Dingen auch die Vorzüge gerade in Bezug auf Wohnqualität auch nochmal sehr deutlich gemacht werden müssen in diesem Zusammenhang, die es ja durchaus gibt. Und wir wollen ja da gerne mit unserem Modellprojekt Erfahrungen auch bei der Mieterschaft erzeugen und diese multiplizieren, eben auch in unsere Verbandslandschaft in Thüringen. Und das ist ganz wichtig, dass das eben auch in die Öffentlichkeit getragen wird. Ich denke auch, dass eine große Offenheit in unserem Verband für diese Bauweise besteht. Und es wäre sicher sehr angebracht, da unser Verband ja sowieso auch in der Holzbauallianz vertreten ist, vielleicht mal einen Fachvortrag zu einem unserer großen Veranstaltungen zu starten. Das eine, was ich mir weiterhin wünsche für diese Bauweise in Thüringen, ist eine entsprechende Förderkulisse, die wir wirklich brauchen. Sicher, Herr Ludloff, Sie haben andere Voraussetzungen in Köln oder der Kollege Günther in Baden-Württemberg. Wir bewegen uns in Thüringen auf einem durchschnittlichen Mietniveau von 5,17 Euro in unserem Verband. Und unser Unternehmen in Ilmenau liegt sogar noch deutlich darunter. Und selbst wenn wir heute neu bauen, monolithisch neu bauen, dann bewegen wir uns auch in einem Mietpreisniveau von 10 Euro. Aber unser aktuelles Projekt führt zu einer Mietkalkulation von 13 Euro auf den Quadratmeter. Und das ist definitiv nicht vermietbar. Also da auch der Wunsch an die Politik, dort entsprechende Hilfestellungen zur Verfügung zu stellen. Was übrigens auch in anderen Bundesländern und Kommunen schon der Fall ist, dass also der Mehrpreis oder die Mehrkosten durch diese Holzbauweise gefördert wird. Beispielsweise in München oder auch in Berlin das Objekt Tegel, da wird auch davon gesprochen.
Vielen Dank, Frau Rüdiger. Und nun gerne noch das Wort an Herrn Weber und Herrn Hedicke. Ja, schönen Dank. Bin sehr froh darüber, dass der Beitrag gerade davor kam. Mir ging es auch nochmal darum, die Förderkulisse des Landes oder des Bundes, dass man da einfach sich nochmal Gedanken macht und vielleicht auch auf uns ein bisschen schaut. Ich weiß nicht, ob jetzt gerade jemand auch zuschaut aus der Richtung. Wir haben ein kleines Projekt in Weimar, wo die Feuerwache, wie gesagt, umgebaut werden soll. Hat sich eine Gruppe zusammengetan, sehr engagiert, haben eine GmbH gegründet, wollen dort aufstocken, Wohnungen bauen, alles mit Holzbau auch realisieren, haben einen ökologischen Anspruch, haben einen Wohnungsbauförderantrag gestellt, haben keinen Wohnungsbestand im Hintergrund, haben Mikrokredite eingeworben, also haben ein anderes Finanzierungsmodell, kriegen die Wohnungsbauförderung nicht, müssen jetzt über andere Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken, wir müssen sparen. Das ist einfach eine Situation, die kann nicht sein. Also wenn ich so ein Projekt habe, was ich in Thüringen im Grunde genommen auch vorzeigen kann, nur weil das keine Wohnungsbaugesellschaft ist, die potent genug ist, um eine Förderung in Anspruch zu nehmen, kriegt sie die Förderung nicht. Das sind Sachen, die können nicht passieren. Da muss die Politik unbedingt ran. Und wenn dann der Holzbau da noch mit drin ist, dann muss es da eine Sonderförderung oder Sonderbedingungen geben für sowas. Genau, das wollte ich, hat ganz gut gepasst jetzt. Genau, zur Förderung muss man ja noch sagen, wir haben zwar schon mehrfach das Thema KfW, dass ja KfW für Neubauten 55 ja perspektivisch gestrichen wird. Ne? Im Februar ist es dann weg. Und dass KfW 55 bisher ja eine Förderung war, die hauptsächlich, will ich mal sagen, für Holzbauten im Neubau auch in Anspruch genommen wurde. Und dass uns da eigentlich dann wirklich, es kam das Thema mit Zertifizierung, aber dass uns da eigentlich ein äquivalentes Förderprogramm fehlt, dann momentan ab Februar nächsten Jahres. Das muss man ja mal ehrlich sagen. Ne? Und ich wollte aber eigentlich noch auf Herrn Professor Ludow das Kochthema eingehen, was ich ganz, ganz spannend fand. Uns alle als Köche, die wir gerade eigentlich mit dem Baustoff Holz gerade so kochen und vielleicht so ganz unterschiedliche Geschmacksrichtungen momentan herauseruieren und an neuen Geschmacksrichtungen experimentieren. Und das finde ich eigentlich gerade total wichtig, dass wir da auch in den Austausch darüber kommen. Und ich wünsche mir zwischen den Planern, zwischen den Köchen eigentlich wirklich einen mehr Austausch, auch wirklich zur praktischen Seite. Weil im Endeffekt ein theoretischer Austausch bringt mir jetzt als Praktiker, der jetzt wirklich das Ziel hat, was zu bauen und das auch wirtschaftlich zu bauen, bringt mir dann relativ wenig. Also im Endeffekt brauche ich dann auch wirklich praktisches Know-how. Und da wünsche ich mir, dass auch das quasi auch fließen kann, ne? Dass eigentlich mein Kochrepertoire größer wird. Und damit natürlich auch der Holzbau insgesamt, wenn ich jetzt als Planer aus Thüringen mit Holz baue, dann natürlich auch eine größere Präsenz kriegen kann, weil ich einfach flexibler bin und mit einer, ich will mal sagen, besser angepassten Bauweise auf die Bauvorhaben eingehen kann. Weil das ist zum Beispiel meine Meinung, dass es die eierlegende Wollmilchsau gibt es eigentlich nicht, sondern je nach Marktlage oder quasi Bauvorhaben oder Standort ist die eine oder andere Bauweise einfach die bessere. Und darauf flexibel zu reagieren, wäre mein Ziel. Und das mit einem möglichst, mit einer Zusammenarbeit. Also Stichwort zum Zusammenarbeit. Wir sitzen alle im gleichen Boot und wollen eigentlich das Gleiche. Ja, danke. Schönen Dank an die heutige Küche. Das ist ja schon eine Küche. Die wir ja, das haben. Ist auch schon eine Küche, genau. Wir haben schon eine Ahnung gekriegt, wie es schmeckt. Genau. Ich danke Ihnen sehr. Das war doch ein tolles Schlusswort. Wir haben jetzt 4 Minuten überzogen. Ich hoffe, das Publikum verzeiht auch noch 2 weitere Minuten. Ganz kurzes Schlusswort von mir. Ganz herzlichen Dank an alle Vortragenden, an alle Mitdiskutierenden, an alle Statements. Bevor es hier weitergeht, in den nächsten 2 kommenden Mittwochmorgenden mit den weiteren Workshops, von mir noch ein kleiner Hinweis zur Vernissage der Ausstellung Wohnschau Thüringen, das Projekt, in dem ich eigentlich als
Mitarbeiterin bei der Stiftung Baukultur zu Hause bin, der Plattform Wohndebatte, die findet pandemiebedingt online statt, die Vernissage am 2.12., also nächsten Donnerstag. Dazu sind Sie alle ganz, ganz herzlich eingeladen. Die Einladung finden Sie hier im Chat. Und die Ausstellung ist in 2 Wochen hier bei uns in Weimar in der Neufahrtbox auch zu besichtigen. Dazu melden Sie sich ganz einfach an und wir heißen Sie dort recht herzlich willkommen. Sie sehen hier schon unsere kleine Umfrage als Abschlussumfrage zur Evaluierung. Wir wollen natürlich unsere Workshops gerne weiterentwickeln und danken Ihnen schon jetzt sehr herzlich, dass Sie teilnehmen an der Umfrage. Also von mir recht herzlichen Dank und auf Wiedersehen. An diese Verabschiedung kann ich mich nur anschließen. Ich versuche noch etwas Zeit zu gewinnen. Wir sind bei 19 von 50. Wir möchten so viel Feedback von Ihnen, wie es geht. Von daher, bitte benutzen Sie die Möglichkeiten. Auch ich muss mich anschließen. Es war ein super Schlusswort von dem Kollegen Dirk Hedecke. Von daher, bis zur nächsten Woche.